Vivedi, nee, Sonja kommt nicht. Ich habe sie gefragt, aber sie meinte, nee, du hast Jan zuerst gefragt, dann will ich auch nicht mehr. Die war ja ein bisschen salty, dass ich Jan zuerst gefragt habe. Das wusste ich nicht. Ich möchte mich nicht zwischen Sonja und dich stellen da. Also, hier, ich bin bereit, sofort ins und Sonja übernehmen zu lassen. Ja, bei euch gibt es ja ein bisschen Beef, ne? Habe ich gehört. Gibt's wieder Beef? Ich verfolge das immer gar nicht so. Ja, du bist doch Part davon, Jan. Ist doch Part davon. Warum gibt es im Moment Beef? Ich weiß gar nicht. Ey, das ist ja eine Sache zwischen euch beiden, weil ich will mich da nicht aufdrängen. Okay. Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe nicht. Ich glaube, ich habe zuletzt keinen Beef gestartet. Und wenn Sonja Beef gestartet, habe ich es vielleicht auch nicht mitgekriegt. Manchmal kriege ich ja Sachen einfach nicht mit. Sagen irgendwelche Leute. Und dann kriege ich es nicht mit. Und dann habe ich Beef, unwissenden Beef sozusagen. Ist das bei dir auch so? Nee, aber ich würde gerne Beef starten mit jemandem, aber ich finde keinen, ne? Ich würde gerne einen Beef starten. Hast du da jemanden? Mit wem? Nee, eigentlich fällt mir auch keiner ein. Also wir könnten so ein Show-Beef machen, aber das würden uns die Leute ja nicht abnehmen, weil die wir so sind im Prinzip. Ja, wir sind ja Best Friends quasi, kann man sagen, wa? Kann man glaube ich, sagen. Wir sind ja auch schachlich auf quasi auf Augenhöhe. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin natürlich ein bisschen älter. Ich habe da nicht mehr deine Reflexe. Das muss ich schon ganz klar eingestehen. Ich versuche da mit Erfahrung irgendwie noch also ein, zwei Jährchen mitzuhalten. Aber mir ist schon klar, dass die Zeit da nicht auf meiner Seite ist. Ey, aber Jan, soll ich dir mal eine Weisheit erzählen, die ich gelernt habe in den Laufe der Jahre? Oh, hier, Sonja Blum im Chat sagt, zünd mal hier kein Feuer, es gibt keinen Beef. Siehst du? Ach so. Also du bist doch hier am Zündeln nämlich schon wieder. Einerlei Beef. Ich hätte mich auch gewundert. Aber zack, Beef ist weg. Sonja, da hast du doch privat mir noch ganz andere Sachen geschickt, Mensch. Ach so, okay, das ist nur Public, Sonja, jetzt. Verstehe. Monka S. Nee, alles gut, kein Beef-Chat, ich will hier keine Fitner machen. Jan, siehst du das Brett gerade vor dir in der Studie? Ich habe schon mal einen Zug gemacht hier, so testweise, aber ich baue eine E4 gemacht. Du musst unten links, da steht ja Sink und Dreck. Da musst du beides ein Häkchen machen. Sink, Dreck? Sink und Dreck steht da, unter dem A1-Turm. Denk, Dreck? Sink, Dreck? Sink und Dreck. Rekord und Synchronize. Bei mir steht hier nicht Sink und Dreck. Bei mir steht hier alles Mögliche. Twitch TV, Kugelbuch, Janistan TV. Dann habe ich ein Schachbrett. Jetzt passiert dir was. Ich klicke mal auf Next. Jetzt steht hier Sink und Rack. Siehst du Pfeile? Sink und Rack, das ist ja hier wie der Gönner aus St. Louis, ne? Rack Sink gefehlt. Ja, genau. Rack Sink. Den kennt man, wa? Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber schon, ich glaube, der größte Schachgönner überhaupt im Moment. Sagt mir erstmal gar nichts. Ist das ein Influencer für Schach oder ist der ein GM? So, Mäzen, der organisiert die ganzen Turniere, der sorgt dafür, dass die ganzen Großmeister hier nach St. Louis ziehen. So Caruana, Aronian. Was meinst du, warum die alle nach St. Louis ziehen? Ja, gute Frage, wa? Siehst du jetzt Pfeile, Jan? Ich muss hier erstmal den ganzen Quatsch wegklicken. So, mach nochmal. Hier, ich sehe jetzt Bauer E4 und jawohl. Pfeile. Okay, perfekt. Jetzt mach du mal zu. Kriegen wir so? Jawohl, okay, perfekt. Okay, dann wie wollen wir es machen, Jan? Wollen wir starten mit dem soliden Training hier? Ich will mich gerne erstmal von dem Wort distanzieren. Die Hauptfrage ist ja, bist du bereit, dich vom Stafford Gambit zu trennen? Das ist ja erstmal, was wir erklären müssen. Hey Jan, das ist wie, als wenn ich dich fragen würde, kannst du dich von Wassereis trennen. Von Wassereis könnte ich mich trennen. Ja, dann kann ich mich auch vom Stefan. Also gerade, wenn mich jetzt eine bessere Alternative angeboten kriegen würde, so zum Milch. Okay, Eis, Jan, wir machen es so. Ich spiele jetzt eine Runde gegen dich, Stafford, und wenn ich nach 5 Zügen dich nicht matt setze, dann spiele ich nie wieder Stafford. Ah, okay, aber das wird ja nicht passieren. Also, nee, wir können ja erstmal Stafford besprechen.
Ja, okay. Also Speer F6, Speerschlicht E5 und Springer nach C6, ne? Jawohl, da sind wir drin, in Theorie. Jetzt nehmen wir weg. Ja. Soll ich für Weiß ziehen? Du für Schwarz, wie machen wir das? Oder soll ich für beide? Ich kann auch für Schwarz ziehen. Hey Kugel, ich habe mal deine Partien studiert und habe festgestellt, dass deine Winrate im Stepper schlechter ist als deine Winrate gegen englisch Papa. Das ist leider meine... Jetzt kann man ja drüber streiten, ob... Das ist meine Hass... Weiß jetzt schon auf Gewinn oder nicht. Es sind ja 5 Züge gemacht. Aber es ist schon so in Computerspeech so plus 1,5 oder so. Was ich schon viel finde nach 5 Zügen. Und da würde ich ja gerne helfen, dass es nur so vielleicht so plus 0,20, 0,30 sind. Dass du einfach da mit einer besseren Chance startest, weißt du? Ja, das stimmt. Das finde ich auch ehrenwert von dir. Es gibt ja hier 2 Züge, wa? Es gibt ja den Huschen-B-Zug. Okay, zeig mal. Das ist D5. Ja. Und es gibt den Eric-Rose-Zug. Das ist E4. Mhm. Ja. Welchen würdest du da empfehlen? Ich würde diese Stellung nicht spielen wollen. Das ist ja eher mein Argument, als welchen Zug ich in dieser Stellung spielen würde. Achso, okay, du willst mir einfach nur zeigen, dass also der Springer E4, das spekuliert ja auf einen billigen Trick eigentlich nur, ne? Springer E4, er spekuliert darauf, dass Weißbau nach D3 spielt, dann stehst du gut. Das ist eigentlich die einzige Hoffnung. Aber wenn Weiß jetzt, nachdem sie dieses Video gesehen haben, Bau nach D3, dann kannst du hier ja im Prinzip aufgeben. Was? Also der Springer steht schlecht. Weiß er das Zentrum, es kommt auf einer E3. Es ist ziemlich hoffnungslos. Wait, nach D4 kann man aufgeben? Also, auf höherem Niveau. Oh. Ey, du machst gerade meine ganzen Träume kaputt, ne? Ist dir klar? Es ist, man nennt mich den Dream Crusher. Kennst du dieses Sam Shankland-Video? Sam Shankland, ehemaliger amerikanischer Schachmeister, der war in so einer Reality-Show. Wie hieß sie? Kicking and Screaming. Wo er gesagt hat, I make a living crushing people's dreams. Nee. Ist ein sehr bekanntes YouTube-Video in der Schachszene. Nee, kenne ich nicht, Jan. Da bist du mir eine Nasenlänge voraus, wa? Ja, check das aus. Mach ich. Okay. Jan, dann sage ich jetzt zu dir. Mein Schätzer, ich hasse Gambits. Davon möchte ich mich auch in aller Form nochmal distanzieren. Ich bin hier ja Professor Dr. Marshall Gambit. Also eigentlich mein ganzes E4-E5-Repertoire besteht nur aus Gambits. Was ich hasse, ist verlorene Stellung nach 5 Zügen. Hat nichts mit Gambit zu tun, Chef. Das ist mir wichtig, diese Differenzierung. Jawohl. Jan, dann lass doch einfach mal ins Italienische starten, oder? Solide Eröffnungen. Nee, lass erstmal hier, Springer E4, wir wollen erstmal zeigen hier, dass es ja auch Gutes gibt. Bau nach D3. Alles klar, jetzt, zack, okay. Läufer nach C5. Okay. Schlägt, Läufer schlägt F2, bang, König E2, Läufer G4 und Dame weg. Jawohl. Also ich denke, wenn du diesen Trick so 800, 900 Mal kriegst, dann können die 2-3 auch fallen. Und du hast gerade gesagt, hier, man kann aufgeben mit Weiß und jetzt ist schon die Dame weg, wa? Ja, es ist halt ein schmaler Grat, ne? Bei E4, Weiß gewinnt mit D4, was jetzt die Zuschauer wissen, aber die hier die Show nicht gucken. Da gibt immer noch die Hoffnung, dass sie reinfallen auf D3. Und dann Läufer C5. Zack. Genau. Genau, jawohl. Und dann irgendwann Dame H4, nicht wahr? Weiß ich nicht, ob man das noch baut. Aber D4 ist halt ein Problem, ne? Also nach D4, du kannst hier Dame H4 probieren. Droht Schachmatt. Jawohl. Und du kannst hoffen, dass Weiß G3 spielt. Was macht man auf G3? Nimmt man raus mit dem Springer. Bin ich in Theorie. Genau, sind wir in Theorie. Und dann hier Turm weg, ne? Jawohl. Problem ist nur, wenn Weiß da auch nicht reinfällt und so Dame F3 spielt, also, dann ist halt schlecht. Mhm. Also ist immer die Frage, wie viel einerseits praktische Chancen generierst du durch Stafford und wie viel Spaß gegen wie schlimm ist die Steuerung, wenn Weiß richtig spielt. Und dann langfristig glaube ich, dass das keine gute Abwägung ist. Aber ich möchte da nicht reinquatschen. Du hast ja Erfolg mit dem, was du tust. Ey, ich bin ganz ehrlich, jetzt zu sagen. Du kennst ja diese italienischen Stellungen, ne, wo alles quasi gleich aussieht, so synchron, oben und unten. Wie nennt sich das nochmal, das Fachwort? Symmetrisch?
Genau, wo alles symmetrisch ist, da könnte ich ja kotzen, wa? Da spiele ich lieber so ein schlechtes Stafford als einen guten Italiener. Okay. Also diese Stellung ist hier lieber als eine symmetrische Stellung. Nee, das Ding ist, auf meiner Elo ist, da kommt die Stellung ja nie. Die spielen ja immer irgendeinen anderen Quatsch. Okay, aber das ist ja eigentlich immer das Argument für, ich mache schlechte Züge, weil die auf meinem Niveau gut sind. Also das Argument habe ich nie so verstanden, weil schlechte Züge bleiben ja schlechte Züge. Du hast hier ja einen Bauern weniger und eine schlechte Stellung, egal auf welchem Niveau. Ja, aber du hast eine hohe Windrate mit der Eröffnung hier. Ich habe mit Stafford, so? Glaube ich, 60%, ja. Okay, dann bleib dabei. Nee. Dann, das Ding ist ja, wenn ich jetzt... Was soll ich dir zeigen? Italienisch. Oder? Chat, was wollen wir sehen? Italienisch wäre ich dafür. Was ist denn so dein, was würdest du mir empfehlen für solides Schach mit Weiß? Solides Schach mit Weiß? Ja, Queen mit Schach. Ja. Dein Chat sagt, deine Stafford Winrate sei gar nicht so hoch. Aber selbst wenn sie so hoch ist, wenn du irgendwann 2-1 erreichst, da wird die Winrate halt nicht so hoch sein. Ne? Also irgendwann muss man da umsatteln. Aber ich sehe schon, du bist noch nicht bereit. Und ich will dir da auch gar nicht zu sehr reinquatschen. Wie gesagt, muss ja nicht alles kaltes Ergebnis Schach sein. Also ich würde vielleicht noch ein paar Gambits hinzufügen. So E4, vielleicht Portugiesisch. D5, E-Schlicht, D-Springer auf 6. Hast du das mal überlegt? Ja, da bin ich auch in Theorie. Hier... Da bist du auch in Theorie. Okay. Klar. Dann F3, wa? Also, ich kenne mich hier nicht aus. Läufer C4 ist doch nicht kein Normalzug, oder? Hast du Läufer B5 und Läufer C4? Ah, kann sein. Ich bin nicht in Theorie. Es war nur so angedacht. Achso, gucken wir gerade für Schwarz oder gucken wir gerade für Weiß? Wie geht das weiter? Jan. Für Schwarz, oder? Achso. Jawohl, genau. Wir gucken für Schwarz. Ich habe ja auch Freude. Machen wir jetzt eigentlich, wollen wir Gambits machen oder wollen wir solides Schach machen, Jan? Wie teilen wir es auf? Ich unterscheide dazwischen ja nicht. Also ich unterscheide ja eher so zwischen guten Sachen und schlechten Sachen. Ja, okay. Aber ja, ich lasse mich führen. Ich lasse mich führen, Jan. Da hängen wir schon fest, glaube ich. Also E4, E5 wäre ja gut. Spray F3, Spray F6 ist ja auch gut. Aber ich weiß halt auch nicht. Ich weiß nicht genau, was du willst. Also, was ist dein Ziel? Also, Priorität ist doch wahrscheinlich, den Channel zu growen, oder? Also, du willst mehr Zuschauer haben. Noch mehr, was ja. Er growt ja schon sehr krass. Und dazu ist ja vielleicht besser, unterhaltsamen Schach zu spielen, als jetzt irgendwie kaltes Ergebnisschach. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich die ganze Zeit Stafford spiele, ist ja auch nichts, wa? Jedes Spiel Stafford ist ja auch krass. Weiß ich halt nicht, ob das so unterhaltsam ist, wenn du jedes Spiel Stafford spielst. Vielleicht bräuchte es noch ein bisschen anderes Zeug. Das wär gut, also, ja. Das kann ja auch entertaining sein. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen anderes Zeug, da hast du recht. Vielleicht ein anderes Gambit. Was stört dich an... Was stört dich an Springer C6? Ja, das kann ich dir genau sagen. Springer C6, okay. Der kommt ja, das Einzige, was mich hier stört, ist immer, dass ich hier gefesselt werde. Hier, keine Ahnung, der spielt dann wahrscheinlich Italienisch oder so ein Quatsch. Und dann kommt okay, das immer so rum. Italienisch wäre Läufer C4, weil Springer C3. Zack. Warte. Und bei der Stellung bin ich raus, wa? Die mag ich gar nicht. Hier in der Stellung, hier können wir schon mal anfangen. Hier. Achso, ja, hier haben wir natürlich den. Nach Springer C3, schwarz am Zug. Hier machen wir Springer E4, genau. Stehen wir schon besser. Ja. Da habe ich manchmal Probleme, wenn er nimmt. Das ist eine Taktik. Und dann, Okay, D5. Ja, warte mal. Ist das falsch? Manchmal habe ich bei der Stellung Probleme hier, ne? Ich weiß, die ist nicht so gut für Weiß, aber irgendwie habe ich da manchmal Probleme mit dem offenen König hier. Okay. Weil ich nicht so gut verteidigen kann. Stellen wir doch mit Schwarz schon auf Gewinn. Ja, genau. Aber ich vermassel das Gewinn ist vielleicht übertrieben. Aber wir haben das Zentrum, das Läuferpaar, der Springer muss jetzt zurück nach G1. Was willst du vom Leben? Ja, was Besseres kannst du nicht kriegen, oder? Also viel besser geht's echt nicht. Ich glaube, das hier ist mein Problem.
Was okay, macht man König G8. König G8, ja. Hm? Warte mal, wieso habe ich hier immer so Probleme? Wahrscheinlich habe ich hier gar keine Probleme. Ich mache mir, glaube ich, selber welche. Ja, okay, vielleicht stehe ich hier sogar gut. Weil hier ist ja wirklich schon vorbei, ne? Also Bau nach E4 oder Bau nach H6, dann müsste der Springer zurück nach H3. Die Chance ist echt schon sehr, sehr schlecht. Ja. Was könnte ich denn noch mit Schwarz? Es gibt einen Trick, Trick. Oh. Ja. Hier, ich glaube, nach D5, so G5 Schach. Oh, ja, ja. König nach G8 und Dame nach F3. Das ist, glaube ich, der eine Trick, oder? Ja, ich sehe es. Wenn du Springer nimmst, ist Schachmatt, wa? Ja, Schachmatt, genau. Was können wir hier tun? Dame E1? E8? Ich überlege gerade, es war keine rhetorische Frage. Das müssen wir zusammen rausfinden, Chat. Also bei mir sieht Dame E8 am besten aus, oder? Dame E8? Was will er denn dagegen machen? Ne, H6 geht. Doch, H6? Ne, H6 geht nicht, Chat. Wegen Schachmatt. Können wir nicht bringen. H6 können wir nicht machen. Und wir können auch nicht schlagen. Wegen Schachmatt. Also, ich denke auch E7 oder Dame E8. Dame D7 vielleicht noch besser. Ich weiß nicht, ob nach Dame E8 irgendwas geht. Vielleicht auch nicht. Dame E7. Dame B3. Ja, deshalb dachte ich vielleicht Dame D7, um hier also sowas gleich zuzulassen. So, ist das nicht gut? Gute Frage, wa? Gute Frage. Hm. Dame F6, sagt ja noch jemand. Aber F6 nimmt da raus. Ey, mein Chat darfst du nicht fragen, Jan, wa? Hm. Da kriegst du Quatschzüge um die Ohren gehauen. Ah, ich sehe schon. Das ist ganz, ganz schwierig, ne? Hier müssen wir noch einmal aufpassen nach Springer C3. Da müssen wir ja aufpassen, überhaupt. Hier, Bauer nach E4 und Springer schlicht. Jan, ey, du bist ja am Zaubern gerade. Ich bin nur am laut nachdenken. Aber das Ding ist, wenn geschlagen wird, dann Dame B3, oder? Oh ja, wenn man nimmt... Dame B3, Schach. Und wenn man dazwischen zieht, ist die Dame weg. Und Schachmatt. Kann nicht machen. Nee. Wir haben doch hier noch einen Läufer, Jan. Wenn wir hier. Achso, ja. Nee. Hier ist auch die Dame weg. Und hier ist Schachmatt. Hast recht. Stark. Hab ich recht, ne? Danke, danke. Aber. Hier können wir doch bestimmt was Besseres machen. So Springer D4 oder so. Ja, siehst du, da fängt es schon an, wa? Das ist schwierig zu verteidigen. Naja. Sei nicht so schwierig. Jetzt, wo du hier die Key text, da ist doch eigentlich schon alles im Griff. Hm. D4, schwarz gewinnen. Ja, okay. Ja, dann habe ich damit vielleicht gar kein Problem. Ich habe da immer nur ein bisschen Angst, weil es so gefährlich aussieht, weil mein König auf F7 steht, ne? Das verstehe ich. Aber es ist eine optische Täuschung. Also... Die Störung ist eigentlich nur für Weiß gefährlich tatsächlich, der ja das Zentrum früh aufgegeben hat und die Springer werden ja verstärkt. Also davor brauchst du keine Angst haben. Okay, alles klar. Dann, wie wär's, wenn wir uns Gucci Piano angucken? Oder willst du weiter im Gambit bleiben? Piano, das... Nee, hier, also wenn wir diese Störung, das ist sehr wichtig, hier italienisch, ja. Du spielst Springer nach F6, guter Zug, greift den Bauern an. Hier hat Weiß ja eigentlich drei Möglichkeiten, ne? Also auf nicht so hohem Niveau Springer C3, dann haust du hier rein, wichtiger Trick. Ja. Dann Springer nach G5, das spielen viele, die gleich hier auf die Fresse jawohl. Spielen wollen. Und Gucci Piano D3, das ist das langweiligste natürlich. Wir können erstmal mit Springer G5 anfangen, weil hier können wir auch einen Bauern abfangen gleich. Oder müssen wir so? Ja, da bin ich ja auch mal drin. Das kenne ich alles. Ja, bist du in Theorie, ja? Jawohl. D5 muss sein, leider. Läufer C5 ist nicht gut.
Wobei, das würde ich erstmal ins Kugelbuchprogramm noch mit aufnehmen, Läufer C5. Hast du das schon mal gesehen, Läufer C5? Der Traxler Counter Attack, oder? Traxler Counter. Da hat sich ja nichts Neues. Ja, und wenn man da mit dem Bishop reinnimmt, muss man König F1 spielen, ganz wichtig. Aber man kann auch nehmen, aber ist ein bisschen gefährlich. Ja, Läufer F7 ist das Problem. Objektiv ist so das Problem. König weg und Läufer geht wieder weg. Hier hat man nicht ganz genug. Aber wenn der Springer schlägt, was macht man jetzt? Ja genau, jetzt nimmst du hier rein. Okay. Wie geht das weiter? Weil ich König F2 spiele, Springer F4, ja? Genau, jetzt gibst du Schach. Und dann hast du einen krassen Angriff am Schlüssel. Okay. Also das kannst du auf jeden Fall ins Programm nehmen. Ja. Ja doch, warum nicht? Traxler? Traxler ist spannend. Hier König F1, wie geht das weiter? König F1, ja, König F1 ist ein guter Zug, das ist das Problem. Ich glaube, Dame E7 jetzt einfach. Das ist der einzige Zug. Ja, nicht so klar aus. Aber so krass theorisiert habe ich das jetzt nicht, wa? Ich kenne die ersten Züge, aber mehr auch nicht, ne? Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber es sieht doch auf jeden Fall nicht langweilig aus. Naja. Das könnte man auf jeden Fall mal probieren, ja. Da gibt es auch viele YouTube-Videos von, vom Traxler Counter-Attack. Okay. Also objektiv nicht gut, ne? Also nicht, dass ich hier später ranten muss. Ich möchte sofort darauf hinweisen. Langfristig ist Läufer F7, König geht weg und Läufer einfach zurück. Es hat man halt einen Baum weniger und Läufer nach C4 oder B3 ist alles gut. Und Weiß steht besser, das ist das Problem. Ja. Warte mal, Weiß steht besser. Das heißt, man spielt einfach D5, ja. Dann lässt man das gar nicht zuerst. Also der richtige, theoretisch richtige Zug ist nach Speicher G5, D5, genau. Ich versuche hier nur unterhaltsame Optionen unterwegs anzubieten. Ja, finde ich gut, ja. Aber der beste Zug ist D5. D5? Weiß schlägt normalerweise mit dem Bauern. Ja, genau. Jetzt hier Springer A5, ne? Genau, also Springer schlägt D5 ist nicht so gut. Auch nicht so schlecht, aber Springer A5 ist tatsächlich der beste Zug. Merkwürdigerweise. Springer schlägt D5. Right Liver, oder? Da gibt es mehrere interessante. Ich kenne tatsächlich die ganzen Namen immer nicht so. Ich kenne immer eher so Züge. So, was jetzt Fried Liver ist. Ist wahrscheinlich so sogar besser, ne? Ich kenne die ganzen Namen, aber die Züge nicht. Geil. Also das hier ist riskant. Am lustigsten ist irgendwie so. 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 Dann Dame E6. Jawohl. Springer E6. Sorry, mein Fehler. C3. So. Und wackelig. D4. Nee, D4. Na, ich glaube, jetzt rauche ich mal erstmal. Jawohl. Moin Butch, Mikaf, grüß dich. Jungs, schön, dass ihr da seid. Der Jan, der bringt uns hier gerade ein bisschen solides Schach bei und ein bisschen auch amüsantes Schach, wie er es gerne nennt. Was sollen wir denn sagen? Wir sagen ja nicht solides Schach, ne? Du magst den Namen ja nicht. Er bringt uns Schach bei. Wie du möchtest. Aber das ist ja. Ja, es hat ja nichts mit solide zu tun, sondern. Ich möchte nur deine Stellung, deine durchschnittliche Stellung verbessern. Nach 10 Zügen. Ich glaube, dass ich damit auch die Erfolgschancen verbessern würde. Aber ich kann mich natürlich täuschen. Also, hier, Springer nach A5 tatsächlich. Ja. Der beste Zug. Greift gleich den Läufer an. Jetzt opfert man einen Bauern hier in der Mitte, aber die weißen Figuren sind natürlich auch schon ganz schön rumgeturnt. Hier, der Springer auf G5 hat nicht mehr so viel zu tun. Und, naja, es ist... Weißt du, was ich hier für Probleme habe mit Schwarz? Was man ist das Problem? Weiß macht er jetzt den. Und dann habe ich hier immer diese komischen Bauern und den Springer am Rand. Und okay. Irgendwie kann ich das nicht, habe ich da nicht genügend Kompensation für gefühlt. Jetzt macht man doch den. Ah, dann lass doch hier mit der schon gleich mal anfangen. Hier nach Läufer D3, ne, H6 ist schlecht. Du musst also, es stimmt, Läufer B5 Schach ist der kritische Zug. C6 auch, schlägt. Und jetzt, er weiß mehrere Möglichkeiten, Läufer E2, Läufer D3, Dame F3. Nach Läufer D3, jetzt muss man halt schnell Stress machen, ne? So wie du schon sagst, wir haben Bauern weniger und den Springer am Rand.
Aber Weiß hat auch seine Probleme. Springer auf G5 steht schlecht, der Läufer auf D3 steht ja eigentlich auch nicht gut, ne? Also verhindert, dass Weiß sich hier entwickeln kann. Und hier gibt es zwei interessante Züge. H6 macht wenig Sinn, weil Weiß eigentlich eh Springer E4 spielen möchte. Das war ja die Idee von Läufer nach D3. Ja. Die beiden guten Züge sind Springer nach D5, spiele ich meistens. Und Springer nach G4, das ist noch aggressiver. Aber Springer nach D5 ist erstmal der solideste Zug. Was passiert, wenn er H3 spielt nach Springer G4? Achso, dann ist die Dame weg. Der Springer weg, ne? Ja. Verstehe. Ja, ich weiß nicht, ob man erstmal auf F2 schlägt und dann den Springer wahrscheinlich. Oder gleich den Springer auf G5. Das sieht beides gut aus. Ja. I see. Aber erstmal solides Schach. Springer nach D5. Und ja, die Stellung habe ich häufiger im Blitzen. Also gegen Gegner, die nicht so stark sind, und das ist ja häufig das Argument, dass das auf deinem Niveau gut funktioniert, gewinne ich das, sage ich mal, sehr schnell. Also hier muss Weiß sehr, sehr gut vorbereitet sein. Theoretisch ist das interessant. Gibt ja auch Partien von den ganz Großen, so So gegen Carlsen und so, wo es diskutiert wird. Aber es ist sehr gefährlich für Weiß, wenn du hier noch, gerade wenn du hier noch ein, zwei Züge weiterweist. Der Springer hat D5, greift den Springer an und macht halt den Weg frei für den F-Bauern. Das ist besser als zum Beispiel Bauer nach H6. Weil wenn jetzt der Springer wegzieht, so Springer E4, dann kommt sofort F5, E4, Springer F4. Das wird gleich eng. Oh, das gefällt mir, Jan, ganz ehrlich. Ich glaube, das Ja, könnte ich so glaube. meine Stellung sein. Da sehe ich mich irgendwie. Da sehe ich die auch. Also, Springer E4 ist ein Fehler. Aber auch die langsamen Varianten sind spannend. Das gefällt mir Ich sehr. weiß nicht, wie viel Theorie ich dir zumuten kann, aber ein paar Züge schaffen wir Ey, vielleicht baller noch, mich oder? voll, Springer Jan. F3. Baller mich voll. Ich bin Springer F3, Theoretiker. Läufer D6. Jetzt muss man einmal den Bauern decken und dann möchte man Rochade F5, E4, Springer F4, schnell matt setzen. Oh. Ja, nice. Geil. Okay. Ja, dieser kritische Okay, Zug noch hier, Springer weiter. D5, war für mich ein kleines Problem. Genau, Springer D5 ist, glaube ich, erstmal die Hürde, um ja halt den Weg frei zu machen für den F-Bauern und Springer E4 zu verhindern. Ja. Also hier. So, hier, das sind die Theorieduelle der großen Jungs jetzt hier. F5 soll kommen. Da weiß ich ja auskennen, Springer Turm E1. Und okay, das wird sehr scharf hier. Ich könnte noch weiter erzählen, so F5. Man opfert den Bauern hier auch noch. Huch. Das hier ist eine Stellung, die ich häufig habe. Lol, Jetzt willst du okay. hier ankommen. Sehr gefährlich für beide Seiten. Du bist ein richtiger Angriffsspieler, Jan. Naja, es ist. Ich habe halt ein schlechtes Image, weil ich immer wette gegen Stafford und so. Aber man kann ja auch unterhaltsam spielen, ohne dass es schlecht ist. Das ist ja das Gute. Krass. Ich habe immer gedacht, du spielst ja immer nur Italienisch und hast da deine symmetrischen Stellungen und dann gewinnst du irgendwann. Aber das sieht ja gar nicht danach aus hier. Nein, also Weiß kann natürlich, aber das kann Weiß in allen Eröffnungen, auch das Tempo ein bisschen verlangsamen. Also Springer nach G5 ist ja nicht erzwungen, Springer nach G5 ist schon die spannende Variante. Spielen aber sehr, sehr viele. Also ich freue mich immer sehr, wenn sie Springer G5 spielen, weil da häufig man, ohne sich allzu groß anzustrengen, eine gute, spannende Stellung kriegt. Hier kennst du in dieser Stellung Dame nach F3. Also Läufer D3, wie du sagst, ist schon der Hauptzug heutzutage. Ja. Aber Dame nach F3 ist auch interessant. Dame nach Kommt F3. hier auf die Festung. Ja, ich sehe es gerade. Sieht interessant aus. Aber kann man nicht einfach den Springer weghauen? Er geht weg und dann E4 spielen? Geht das nicht? Wie meinst du? Also die Pfeile müssen wir hier weg, warte. Kurz die Pfeile weg. Also wenn man jetzt hier H6 spielt. Springer muss weg. Und dann E4. H6 finde ich gut, aber die weiße Idee ist, Springer nach E4 zu spielen. Also den Bauern zu schlagen wäre in der Tat nicht gut, weil da schlägt und dann Läufer nach D7, greift die Dame an und der Springer ist angegriffen. Ja. Aber Weiß spielt so. Es spielt so. Okay, jetzt kannst du doch den Springer schlagen. Er nimmt mit Dame. Ach nee, F5 geht dann nicht. Dann nimmt er hier raus, ne? Genau, dann nimmt
hatte. Hm. Aber wie wäre es jetzt mit Dame D5? Nee, dann kommt Schach. Ja, dann kommt Schach. Und dann wäre ich Dame geschlagen. Hm. Okay, nee, ich komme nicht drauf, Jan. Also, nee, H6 ist nicht der einzig gute Zug. Aber hier, die lustigste Variante ist, den Läufer zu schlagen. Liegt ja nahe. Stimmt, der hängt ja einfach. Nö, der Turm hängt auch. Also hier ist noch nicht vorbei. Weiß schlägt hier. G ja. Schlägt F. Dame schlägt A8. Und jetzt müssen wir den Schlüsselzug finden hier. Der schwer zu finden ist. Oh, weißt ja, du, dein Chat findet das? Wahrscheinlich nicht. Ich finde den. Schneller als der Chat. Okay, Chat. Ist ein Wett drin. Schneller als der Chat. Moment, ich hab's gleich. Ja, ich hab's auch gleich. Wahrscheinlich sperrt man die Dame ein. Nee. wahrscheinlich so, Idee. Oder? Gute nee. Idee. So, da. Mann, dass die Pfeile nicht immer weggehen. Warte, die Dame, die sieht doch ziemlich trapped aus. Wahrscheinlich so. Ja, ist ein bisschen trapped. Aber wie fängt man dann die Dame ein? Jungs, wir müssen auf Damenfang gehen hier. Ganz klarer Fall. So können wir nicht spielen. Nimmt er die Dame raus mit Schach. Können wir nicht bringen. Ich sehe schon eine richtige Antwort im Chat. Oh, der war schneller. Irgendwas Krankes. Chat, was sagt ihr? Ich würde den hier spielen. Dame einfangen. Aber nee, dann nimmt er hier. Das ist Quatsch. Läufer C5, sagt der Chat. Läufer C5? Ja, Läufer C5 ist ein normaler Zug, aber nicht, was ich hören wollte. Ist er nicht. Alter, wie krass ist denn dieser Zug, bitte? Du bist dir sicher, dass es hier einen guten Zug gibt, ja? Ja. Hier kenne ich mich aus. Italienisch können wir. Chat, was sagt ihr? Dame D7, sagt hier noch jemand. Dame D7 ist stark. Warum? Das ist der Zug, ja. Das ist der Zug. Sieht komisch aus, aber wir haben einige Ideen. Wir wollen zum einen Springer nach C6 spielen, jetzt wo wir das Feld hier überdecken, damit die Dame trappen. Ah, okay. Also die Dame muss jetzt eigentlich raus, sonst sperren wir sie ein und holen sie ab. Sperren C6 und dann kriegen wir sie. Also die Dame muss eigentlich zurück. Ja, genau. Und jetzt müssen wir weiter Druck machen. Wir haben ja hier ein bisschen Material geopfert. Jetzt opfern wir einfach weiter. Läufer B7, Dame schlägt und Turm nach G8. Alter, Dame schlägt hier auch noch. Läufer nach E7. Und okay, jetzt haben wir ein bisschen Material weniger, aber Weiß hat keine Entwicklung. Und Entwicklung ist ja auch irgendwie key. Ey, Entwicklung ist key, Jan, hast du recht. Aber das umzusetzen ist immer schwierig, ne? Finde ich. Ja, aber diese Schauung ist sehr, sehr schwer. Also in der Praxis, ich gewinne hier meistens, wenn das im Blitzen kommt, schnell mit Weiß. Ich muss schnell mit Schwarz. Ich muss das Disclaimer machen, Weiß kann sich hier noch retten mit Dame B8 Schach. Aber wenn Weiß irgendwas anderes versucht, gewinnt man einfach sofort. Läufer steht G2, Springer C6, Springer D4. Die Stellung kannst du nicht verteidigen. Mhm. Boah, die sieht wild aus. Also die sieht auch so aus, als wäre die ziemlich amüsant. Ich denke auch. Zum Anschauen. Also die gefällt weißt du noch, wie das entstanden ist? Ist ja auch immer wichtig. Okay, ey, Jan, machen wir. Komm, wir spielen jetzt gegeneinander genau alle Züge, die jetzt da waren. Okay, spielen wir jetzt. Hast du Bock? Ich hab Bock. Okay. Chat, wir testen jetzt mal Jan, ob er sich die Theorie hier merken konnte. Warum testen wir mich? Ach so. Okay, du bist Weiß. Okay, ich bin Weiß? Alles klar. Die Züge stehen hier auch am Rand. Das können wir irgendwie ausblenden. Warte. Hier, so. Also bei mir stehen jetzt nicht mehr. Der Chat sieht's. Bei mir stehen jetzt nicht mehr. Safe Call. Okay. Also, okay, let's go. Hier, Chat. Wenn ihr glaubt, dass ich es schaffe, macht 1 in Chat. Wenn ihr glaubt, dass ich es nicht schaffe, 2. Und wenn ihr glaubt, dass Jan Fehler macht, 3. Der Team braucht nur 1 oder 2. Eigentlich nur 2, wenn wir ganz ehrlich sind. Oh, ich sehe nur 3er im Chat, ne? Nur 3er. Chat, kennst du dich aus.
So. Der. Huch, ein Pfeil auf einmal. Huch, der, ne? Wir haben jetzt. Wahrscheinlich diese Variante gespielt. Wieso kommen hier immer Pfeile? So. Ja, da hat nichts zu tun. Mhm. So, so. Ey, der Zug wird immer angezeigt. Alle Pfeile, die wir. Jeder Zug, der kommen soll, wird hier okay, mit Pfeil angezeigt. Chef. Ich guck jetzt 20 Sekunden nicht hin und du machst alle Pfeile weg, okay? Für die Stellung. Ich habe keine Ahnung, wie man Pfeile wegmacht. Ich bin hier das erste Mal. Also, immer wenn du einen Zug machst, kommen die Pfeile und dann machst du Rechtsklick auf die Pfeile. Okay, ich gucke jetzt 20 Sekunden nicht hin. Jan, sag, wenn ich wieder gucken darf, okay? Ich bin zu faul, alle Pfeile wegzumachen. So, Dame F3. Okay. Dame F3. Schwarz auf dem Zug. Ich mach den. Ey, sehr gut. Ey, ich kann mich an alles noch erinnern, ne? So, jetzt nimmt man den raus. Alles forcierte Züge bei mir, ne? Ey, es macht es echt einfacher für dich, dass jedes Mal der Zug mit Pfeil angezeigt wird. Ey, wenn das online so wäre, ne? Das wäre ja auch geil. Das würde dir das Leben erleichtern, oder? Auf jeden Fall. So, jetzt, war hier nochmal der Zug, Jan, ey? Mann. Ich glaube B7. Bin mir nicht ganz sicher. Sehr gut. So. Oh, warte mal ganz kurz. So, Jan. Du hast vergessen, einen Pfeil einzuzeichnen. Ist dir bewusst, ne? So. Ja, okay, aber hier ist ja easy jetzt. Warte mal, dein Ziel war irgendwann Dame B8 zu spielen. Ja, ja, ja. Aber wie? Dame B8 ist ja auch ein Rookie. War das nicht schon der letzte Zug? Waren wir weiter? Ja, ich denke, eigentlich können wir es schon gelten lassen. Aber wenn du jetzt hier gleich den Turm mit Schach blanderst, dann würde ich dir trotzdem noch dran feilen. Okay, den habe ich im Chat gelesen. Turm G8. Sehr gut, sehr gut. Turm G8, sonst wäre der Turm weg. So, und ganz fatal wäre jetzt die Damen zu tauschen, Chat. Können wir nicht bringen. Damen wollen wir nicht tauschen, weil wir haben 18, brauchen wir weniger. Jawohl. So, ich spiele mal für Weiß die besten Züge. Oh. Ja, das macht keiner. Ich verspreche, das macht nicht jemand. Das macht halt echt nie jemand. Kann ich, gehe ich mit. Ja, Läufer C8 wäre der Gewinnversuch. Der bessere Zug, objektiv, ist Läufer D8. Weil der Läufer hier steht ja schon schön auf B7. Ach so, ich habe gedacht, du kannst dann irgendwie Remis machen mit so Stellungswiederholung. Ja, genau, das ist was die einzige weiße Chance hier. Ah, ja, okay. Auf Stellungswiederholung zu spielen. Aber machen die wenigsten. Die Leute denken ja hier, ich habe alles weggenommen. Jetzt machen wir weiter. Also in der Praxis spielen sie meistens so. D3. D3. Aber okay. D3. Wie viel steht es hier schon für Schwarz? Minus 3 oder so, würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob es so schlimm ist. Jetzt machen wir ja Qualität und ein paar Bauern weniger. Turm G2 sieht ein bisschen langsam aus. Bauer mehr, wa? Ich weiß nicht, wir müssen vielleicht mit dem Läufer schlagen. Oder? Ich habe gedacht, dann wird er gefesselt, der Läufer. Mit Turm G1 oder so. Ja, aber dann machen wir weiter. Hier, pass auf. Läufer G2. Ja. Turm G1 wird gefesselt. Jetzt können wir nicht so spielen. Zack. Platz C6. Aha. Jetzt muss die Dame schon wieder ziehen, ne? Mhm, greift die Dame an. Also wenn ich jetzt weiß wieder, wenn ich weiß jetzt. Ich weiß nicht, ich kann auch mit beiden, aber ich glaube, es ist didaktisch wertvoller. Didaktisch kann man. Ja gut, Dame muss weg und den Bauern hier zu nehmen, sieht wild aus. Jetzt kommt der hier wahrscheinlich, ne? Schon. Bauern nehmen, macht schon Sinn, aber dann spielen wir D4, genau. Können wir sogar schon Damen tauschen. Ja. Zack, zack, nicht schlecht. Und jetzt drohen wir so einiges. Ist schon pleite. Boah, die Stellung ist nice, Jan. Die werde ich, glaube ich, öfter spielen, ey. Bam. Die ist geil.
Chat, wir werden jetzt öfter die Stellung hier sehen. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich glaube, Polerio Defense oder so. Ich glaube, das ist die Polerio Defense. Echt? Keine Ahnung. Wie kommst du auf so einen Namen? Polerio. Ich glaube, Springer A5. Springer A5, wenn du Springer A5 spielst, wenn wir mal zurückgehen. Wenn wir mal das Ding das, wieder anmachen. Das ist Polerio. Ich glaube, Springer A5, oder? Nee, das ist Stafford, hä? Das ist Stafford. Hier ist Stafford eingespeichert. Alle Züge, die wir gemacht haben, sind ja eingespeichert in diesem Grafen. Hier, ich helf. Genau, ja. Springer A5, dann müsste da Polerio stehen. Das hier. Steht hier Namen? Ach, deshalb weißt du das alles. Ja, ja. Polerio Defense. Der allerechte. Hey, bei mir steht ja nichts von Polerio. Du musst rechts. Wie dem auch sei. Wir müssen noch ein bisschen weiter lernen. Jawohl. So. Hier kann Weiß ja auch noch Läufer nach woanders hinspielen. Ja, da bin ich auch also noch in Theorie. Spielen sie manchmal Läufer A4, aber das ist gleich ziemlich schlecht. Läufer E2. Genau. Läufer E2. H6, ich mache hier wieder das Buch aus. H6. Und dann geht er wahrscheinlich zurück, ne? Ja, hier gibt es den Fischerzug. Springer nach H3. E5, ne? Huch. Springer H3 hat hier Fischer. Können wir nicht bringen. Alter Schachspieler. Ab und zu gespielt. Ja. Und Springer F3 kann man auch machen. Aber nach Springer F3 den jagst du halt gleich weiter. Also E4. Verliert er weiter viel Zeit. Deshalb Leute, die diese Stange erreichen, spielen meistens Springer H3, weil sie es krass finden, dass Fischer so gespielt hat. Freuen sie sich. Und würdest du den jetzt hier rausnehmen, oder? Nee, würde ich nicht machen. Also der steht so blöd. Der braucht ja eigentlich noch mehr Züge, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Ja. Und das ist wirklich ein sehr schlechter Springer. Also würde ich hier, also hier gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Man kann G5 spielen, mache ich hier ganz gerne. Ich würde hier relativ normal spielen. Ich würde so Läufer nach D6 spielen. Dann der Plan, kurze Rochade, C5, Springer nach C6, Springer nach D4 und auf Angriff, weil der Springer halt so dumm steht. Ja. Den kann man wirklich die Zeit geben. Ey, das muss ich noch lernen, Jan, ne? Dass du hier mit dem Bauernzug machst du ja nur Platz für den Springer, ne? Naja, ist auch nicht immer der Plan, aber macht häufig Sinn. Also hier der Springer auf H3 ist wirklich das große Problem. Das muss ich mir noch in den Kopf trichtern, so eine Züge. Ich finde, wenn man so ein bisschen positionelles Schachauge entwickelt, ist es gar nicht so schlecht. Ja, du willst ja trotzdem matt setzen, aber zum matt setzen brauchst du ja alle Einheiten, ne? Und Schwarz hat schon das Problem, der Springer auf A5 ist halt nicht so cool. Aber ist nicht so schlimm wie der Springer auf H3. Also C5, Springer C6, zack, schon ist er wieder da. Also als Beispiel. Ja. Nice. Hier gibt es noch einen Trick vielleicht, kann er noch nützlich sein, Läufer A4. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Ich vermute so. So. Das habe ich manchmal. Und hier, Dame D4 ist gleich gut für Schwarz. Oh. Okay, jetzt. Dein Chat fordert, dass ich dir das beibringe. Dein Chat kennt sich voll aus hier. C6, ja, ich glaube, die kommen alle von dir, wa? Du hast ja auch schon oft in deinem Stream so Coaching-Sessions gemacht, ne? Mit E4. Ja, eigentlich nicht. Echt? Streams, ganz am Anfang habe ich mal so ein bisschen. Ja, genau, der so Anfang. Grundüberblick. Ne? Nicht so im Detail hier. Eigentlich spiele ich auch nur noch rum und rede Blödsinn. Also, ja, ich dachte ja, von Kugelbuch lernen heißt Siegen lernen. Also, man muss auch nicht zu viel coachen. einfach spielen und Quatsch reden. Einfach spielen. Okay, ich glaube, bei der Öffnung bin ich jetzt drin, Jan. Da kannst du mich abfragen, wie du willst. Bist du drin? Alles klar. Da bin ich drin. Ja, denke ich auch. Das können wir. Was wir natürlich noch lernen müssen, erstmal müssen wir D4 noch lernen. D4 spielen wir auch manchmal. Ist das nicht jetzt Scotch Gambit? Er quint mit Schach. Namen bin ich, wie gesagt, nicht so nicht stark. Kriegen? Also hier kurz noch gerade, das ist wahrscheinlich dein Repertoire. Hier kennst du dich aus, wa? Ja. Was macht man jetzt? Kannst du wahrscheinlich viele Züge spielen. Ich würde hier wahrscheinlich Springer E7, Bischof E7 spielen und dann rochieren. Er ist zu devot. Er kommt E5, da wird gleich Druck gemacht. Okay, was macht man hier dann? Das hier, dann kann er doch immer reinopfern, oder nicht? Ist das nicht so? Nee, das ist hier, Quatsch. Der,
Ja, Läufer C5, C3 ist nicht so klar. Oder E5 gibt es jetzt auch. Oder? Das ist auch nicht so ungefährlich. Der beste Zug ist tatsächlich, furchtlos diesen Bauern zu schlagen. Zentrumsbauern Ach sehr so, weil du oft. immer D5 hast, ne? Hier, das hast du bestimmt schon mal gesehen, oder? Hier gibt es. Können wir nicht bringen. Das ist. Ne, der Name wird ja auch gefallen. Ich glaube, das hier ist der Max-Lange-Angriff. Oh, ja, der gefällt mir. Dachte ich mir. Komm nach E1, D5. Und Läufer schlicht D5. Hast du das schon mal gesehen? Das habe ich noch nie gesehen. Noch nie auf dem Brett gehabt. Nee? Ach Ne. so, ich dachte hier, schottische Gambit ist so deine Welt auch mit Weiß. Ich dachte, da ja, kennst du dich vielleicht schon aus. Ah, Noch nie dann auf dem lernen wir es Brett jetzt gehabt. kennen. Was macht Das man hier ist der Max-Lange-Angriff. so? Was ist Ja. der Trick? Nach Dame schlägt D5. Im Moment haben wir ja Figur und Bauer weniger. Da gibt's einen Trick, Jan. Da gibt's einen ganz einfachen Trick. Jetzt haben wir eine Taktik. Da gibt's einen Trick. Der hier greift den Springer doppelt an. Und ja, das Einzige, was ich sehe. Ja, nee, wie ist der Fachbegriff? Was kann man denn hier sonst Das machen? ist gar Oder nicht die der? Max-Lange-Variante, das ist die Anti-Lange-Variante. Das ist die kurze Variante, oder? Nee? Also man will doch diesen Springer hier irgendwie gewinnen, oder? Zurückgewinnen. Aber wie? Also mir fallen nur die Wir beiden können mal Züge überlegen, ein. was ist denn so gefesselt? Der Springer ist ja gefesselt, Ah, der kann Bauer nicht ist auch ziehen, ne? gefesselt hier. Bauer ist auch gefesselt hier, kann auch nicht ziehen, wegen der Damenpech. Alles gefesselt, deswegen der hier, oder wie? Alter, der ist ja krank. Dame ist. Oh, der ist geil. Springer C3, ey. Hier könnte doch eine neue Kugelhof-Variante werden. Auch mit Das ist nice. Weiß. Also ich denke hier im schottischen Gambit, ich dachte, die Chance hast du eh ständig. Nee, die Stellung habe ich nie. Also das schottische Gambit schon, aber diese Continuation, die habe ich nie. Ah, okay. Dann haben wir wieder was Neues. Also hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt hier etwas Langweiliges zeigen, wie Schwarz ausgleicht. Aber vielleicht reicht das auch erstmal. Also mit Schwarz hier, Dame D7 ist ein guter Zug. Ich spiele meistens Dame H5, ist auch okay. Ja. Und Weiß kriegt ja irgendwie die Figur zurück und dann geht es irgendwie weiter. Hier, jetzt spielt man so Läufer G5, versucht lange Rochade zu verhindern. Mit scharfer Stellung. Was spielst du auf H6? Kleine Taktikaufgabe. Oh, Taktikaufgaben. Taktikaufgaben sind nice. H6, okay. Lass mich kurz überlegen. Ich brauche da mal ein bisschen länger. Okay, also die Dame Das ist ist keine gefesselt. wirkliche, das ist keine wirkliche Taktik, ist nur ein schöner Zug. Der hier greift die Dame an. Ist ein schöner Zug. Springer G3. Aber der sieht auch vielleicht ein bisschen passiv aus. Weiß ich nicht. Okay, die Dame weg, ne? Bringt nichts. Dame G6. Ich weiß nicht, ob wir den Pin hier ausnutzen können von der Dame. Nee, sehe ich nicht. Ich könnte jetzt natürlich den Chat angucken, aber machen wir nicht. Ja, da, dein Chat hat es drauf. Chat sagt, Läufer nach F6, das wollte ich hören. Einfach, weil es ästhetisch ist. Kann nicht geschlagen werden, weil dann ist hier Gabe. Oh, Alter, Jan und Chat. Und verhindert auch, dass der hier rausziehen kann, weil jetzt der Bauer auf G7 geschlagen wird. Ey, Chat, habt ihr das gesehen? Wer von euch hat das gesehen, bitte? Also, Jan, wenn man diese Taktik sieht, ne, dann bist du schon richtig weit im Schach. Wirklich. Absolut. Also, jeder, der es hier gesehen hat, Chat, der ist schon sehr weit im Schach. Der hat ein Auge fürs Schachbrett. Ganz ehrlich. Dein Chat hat auf jeden Fall Board Vision. Also H6 nicht der beste Zug. Ja, man kann so Läufer rausziehen, Läufer nach D6. Das ist ungefähr ausgeglichen, aber da sind wir auch schon weit. Auf jeden Fall auch unterhaltsame Varianten. Ich denke, da kannst du hier mit beiden Farben kannst du hier einiges an Spaß haben. Okay, warte mal, wie hat das nochmal angefangen? Das ist irgendwie Okay, wieder. pass auf. Also, Bauer nach D4, E schlägt D, kurze Rochade. Ist ja so eine Art schottisches Gambit. Ne? Ja. Jetzt der beste Zug für Schwarz.
schwarze 10 Bauern zu schlagen, tatsächlich. Mhm. Baum R1 ist der einzige gute Zug. Und Bau nach D5. Deckt. Greift den Läufer an. Und jetzt die Taktik. Lauf schlecht D5 ist wichtig. Wenn man das hier nicht weiß, ich sehe häufiger so Läufer B5 oder so. Ich glaube, ich auch in deinen Partien schon mal gesehen. Dann steht man halt sehr, sehr schnell sehr schlecht. Also ja. Läufer schlicht D5 muss schon sein. Dame schlicht. Und springe nach C3. Und jetzt verzweigt es sich. Jetzt kann Schwarz hier auch so wohin mit der Dame. Und es wird kompliziert. Nice. Aber du kriegst hier den Springer wieder und mal ein bisschen Initiative mit Weiß. Okay, wollen wir das nochmal gegeneinander spielen, Jan? Wie gesagt, alles okay. Ey, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Okay. Können wir nicht direkt... Ja, lass es mal machen. Willst du Weiß oder willst du Schwarz? Ich hätte gerne Schwarz. Okay, dann bin ich Weiß. So. E4. Queen mit Schach. Können wir nicht bringen. Achso, ich bin schwarz, sorry. Ich träume vor mich hin. Ich hatte einen langen Tag, ich weiß nicht, wie ich es schon erzählt habe. Und du schwitzt, oder? Ich schwitze ein bisschen tatsächlich, ja. Ich habe mir eben noch, ich habe noch nachgedeot, also ich hatte keine Zeit mehr zu duschen, aber ich habe noch nachgedeot immerhin, extra für dich. Hey Jan, geil. Schön mit Axe. Oder welches Deo benutzt du? Influenz mal ein bisschen hier. Nee, manchmal kaufe ich mir so, manchmal, ich bin ja Kind der 90er, manchmal kaufe ich mir so für den 90er-Style, so Axe Alaska tatsächlich. Aber meistens habe ich so langweilige, so Roller, weißt du? Also Geistes-Sprays. Oh. Ich weiß so, nicht, was. Ja. Irgendwelche Nivea Roll-On Car, wie es heißt, langweilig. Das macht man so ab 30 kommen die Roller zum Einsatz, wa? Weiß ich nicht. Benutzt du überhaupt Deo, erstmal ehrlich? Also wenn jetzt kein heißer Tag ist, du weißt, du gehst nicht raus, deust du dann ein morgens? Nee. Nee. Alter. Safe nicht. Also hier E-Schlicht D, kurz auch gerade und Sprengschlicht E4. So. E1, einziger Zug. Ja, und D5. Und den nehmen wir raus. Ganz stark. Ja. Ganz stark. Nehmen wir auch. Bam. Ey, wir lernen richtig viel heute, Chat. Wir lernen richtig viel. Oh. Ey, das will, oh, die werde ich sowas von wegbingen. Der will hier noch weiterspielen hier. Naja, klar. Bumm. Schach. Ja, Turmschach ist nicht so gut. Also Springer schlägt ist besser. Rot hier. Gemeine Springerabzüge, dies, das. Turm schlägt jetzt auf der E6. Geht's nicht so richtig weiter. Merkst du? Ja. Jetzt geht's nicht richtig weiter. Ich habe natürlich auch nur einen harten Gegner, muss ich sagen. Stimmt, das stimmt. Warte mal, sind wir gerade was vorne? Hier steht gar keine Zahl. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, jetzt haben wir schlechteres Endspiel. Also bauen sie jetzt gleich, jetzt steht schwarz besser, so lange Rochade oder so. Der Turm schlägt E4 nicht so gut. Okay, lieber Springer. Ich habe halt gedacht, es kommt halt mit Tempo, ne? Aber... Im Endeffekt entwickelt er einfach nur eine Figur. Ja, aber das ist trügerisch, genau. Also Springer kommt eher mit Tempo, weil du ziehst den Springer weg und jetzt drohst du ja was. Ja, stimmt, jetzt hast recht. Läufer hier. Dankeschön. So, kannst du jetzt nicht hier schon so? Nee, keinen Sinn. Man könnte jetzt hier versuchen auf die Fesselung, aber bringt nicht so viel. Wichtiger ist, lange Rochade zu verhindern. Lange Rochade zu verhindern. Das heißt C3? Ne, C3 damit verhindert man ja nicht. Lange auch hin. Ja. Wie willst du denn die lange Rochade verhindern? So? Nö. Und wenn er dann schnell Springer nimmt, damit Dame nehmen, macht auch keinen Sinn. Nee, dann wäre ja. Zack, hier würden die Damen wieder getauscht werden. Darmtausch sind wir kein Fan von. Okay, man kann jetzt im nächsten Zug die Rochade verhindern, ja? Ja. Hä, stehe ich gerade auf dem Schlauch oder was? Es ist auch heiß, ey. Ich war auch hier den ganzen Tag im Garten mit Schlauch. Oh, du hast einen Garten, Jan? Natürlich. Ey. Du hast ja da bestimmt auch so Klettergerüste für deine Kinder, oder? Ich habe so eine Rutsche. Wir haben so einen Pool gekauft jetzt. Also nichts Tolles, Chat. So ein einmal ein Meter Plastikpool.
Habe ich gestern aufgepumpt und haben wir jetzt Wasser, deshalb Gartenschlauch reingepatscht. Und meine Tochter kann jetzt mit der Rutsche in den Pool rutschen. Da freut sie sich. Halt, so verbringe ich Tage. Also Läufer geht 5 her, wenn nicht den ganzen Tag Zeit. Verhindert auch gerade. Warum geht das nicht einfach F6? Ja, das hatten wir eben so ähnlich. Eben hatten wir H6, jetzt F6. Ähnliche Taktik. Ähnliche Taktik. Nimmst du gegen. Krass. Dagegen. Und wenn er nimmt, tschüss Dame-Situation, würden dir jetzt ein Großmeister sagen, den ich gut kenne. Absolut, absolut. Alter, okay, Jan, das ist krass. Das muss man aber erstmal alles wissen, ne? Ja, es ist. Ist jetzt viel Information auf einmal. Aber. Eins nach dem anderen. Ich versuche ja nur erstmal hier überhaupt Interesse zu wecken. Das nur, weil man bessere Züge macht, die Stellung nicht gleich alle langweilig sein muss. Also, das ist ja erstmal nur mein Ziel. Stimmt. Ja, vielleicht bin ich da mit einem falschen Gedankenansatz rangegangen, wa? Ja, aber das ist. Da bist du nicht alleine. Also, es geht vielen so tatsächlich. Und wenn ich da ein bisschen Aufklärungsarbeit treiben kann, haben wir schon viel erreicht heute. Also das war Bau nach D4. Ich hätte der beste Zug, das soll ich noch kurz erwähnen, nach E schlägt D4. Ist wahrscheinlich jetzt Bau nach E5 zu spielen, nicht kurz darauf gerade. Aber kurz darauf gerade auch interessant. Das habe ich... Objektiv ich hab, ey Jan, weißt du, gegen wen ich gestern gespielt habe? Ne. Ich habe gestern gegen den Weltmeister gespielt, den ehemaligen. Oh. Gegen Sonja Blum und Rustam habe ich gestern gespielt. Ah, haben die Hand and Brain oder irgendwas Blitz gemacht? Ja, genau, die haben Hand and Brain gespielt. Ah, okay. Und da hatten wir genau die gleiche Stellung auf dem Brett, ne? Soll ich sie dir mal zeigen? Ich habe sie noch im Kopf. E5 gemacht, ja? Ich habe E5 gemacht. Mhm. Was haben die gemacht? D5? D5, genau. Dann hier. B5. Ja, sehr gut. Springer E4. Genau, Springer E4. Hier. Hier. C5 oder von D7. Warte. Läufer C6 wahrscheinlich. Läufer hier. Pawn takes. Oh. Dann Castle hier. Schöne Partie. F3 wahrscheinlich. F3, genau. F4. Hier. Hier. Ja, diese Stelle ist ganz okay für Weiße, weil ich weiß, also das hier würde ich mit Schwarz gleich spielen wollen. Wie war die nochmal? Da ging es weiter. Ich habe nämlich eine scheiß Taktik gemacht. Ich glaube, die haben Turm gespielt. Mhm. Dann habe ich den gemacht. Und dann okay. Take. Okay. Sieht alles gut aus für dich? Ja, irgendwie sieht es gut aus, aber ich habe irgendwie einen Bischof eingestellt dann. Scheiße, ich bin nicht so krass wie du, ich kann sie nicht mehr aus dem Kopf. Ja, alles gut. Ja, das hier kann man machen. Also, ich glaube nach E5, der beste Zug ist sofort Springer E4 oder so spiele ich jedenfalls. Aber das ist schon hier wieder Detailquatsch. Ja genau, da bin ich noch so halbwegs in Theorie. Können wir nicht bringen. Okay. Aber, achso, nee, das machst du ja immer, ne? Dann hier Dame E2. Bei E4 ist ja mein Zug. Genau, das machst du immer. Und das wollte ich mir schon so lange angucken, ne? Ja, das hast du mir schon ein paar Mal gezeigt, ne? Kann man nicht bringen. Aber ich hab's mir noch nicht angeguckt, Jan, es tut mir leid. Kann man nicht bringen. Mach dir keinen Stress. Also, ist auch nicht so wichtig. Schon kriegt man auch nicht so häufig. Ja. Hier, E5, also D5 kann man machen, da kennst du ja schon ein bisschen aus. Bei E4 ist ein bisschen... Ja, ich find's ein bisschen einfacher. Und dann läuft E7, Speer C5. Aber... Will ich mir keinen Kopf drüber machen. Also das ist D4. Ja? Was können wir jetzt? Speer C3 können wir. Speer C3 schlagen wir rein. Stimmt ja gut. Jawohl. Speer G5 können wir. Opfern wir Bauern. Stimmt auch gut. Sind wir in Theorie. Jawohl. D4 haben wir jetzt auch drauf. Mit beiden Farben. Mein Fuß, gerade schlagen wir rein. Ja, Siege unterstrich giftet et hier ein Subtu Green Pazival. Also da alles im Griff.
Dann kommen wir zum Endgegner. Bau nach D3. Das ist in der Tat. Ja, Sigi unterstrich giftet und hier ein Sub, du fixes 7. Ich kann dir erstmal zeigen, was ich normalerweise spiele, weil ich auch diese symmetrische nicht so gerne mache. Ja, Sigi unterstrich giftet. Aber es gibt hier, ich denke, zwei Systeme, die was für mich werden. Also, was ich normalerweise mache, nicht so sexy, aber ich zeig's erstmal. Ist, ich spiele Läufer nach C5. Und die meisten guten Spieler spielen jetzt hier Bauer nach C3. Rochade. Und jetzt versuche ich immer mit Bauer nach D5 zu spielen. Möglichst schnell in der Mitte Stress zu machen. Weil sonst diese Manöverstellung so mit Bauer nach D6, Springer D2 und so, auch nicht so meine Welt. Aber dieses Bauer nach D5-System fahre ich euch mal ganz okay. Läufer nach D5. Sorry, Jan, hier hat gerade jemand gespendet, deswegen konnte ich gerade nicht aufpassen. Ja, Sigi, danke dir für deine Subs. Ich gucke es mir mal ganz kurz an, ja. Weißt du, was ich hier mal für Probleme habe, Jan? Wenn der jetzt hier zum Beispiel seinen Bauern rausspielt, ne? Mit dieser Festung hier komme ich nicht klar. Ich glaube, das ist der einzige Faktor bei mir, wo ich nicht mit klarkomme, ne? Weil ich nicht weiß, wie man die Festung bricht. Ja. Ja. What to do? Welche Stelle war es jetzt? Hier. So, hä? Also, so, ja. So, ja. Ja, so ungefähr, ja. Also du kannst erstmal, wenn dich die Festung stört, wenn du so eine Chance hast, könntest du hier einfach H6 spielen. Mhm. Also gerade wenn weiß, so Springer nach C3 spielt, so sehr langsam. Moment, wie haben wir die Chance überhaupt hingestellt? Was schon wir hier irgendwie geschummelt? Springer C3 wissen wir ja schon, kommt Springer schlägt E4. Hm. Jawohl, da sind wir drin. Da sind wir in Theorie. Also das wäre dann ja, Bau nach D3, Läufer nach C5 und jetzt Springer nach C3. Das spielen aber nach meiner Erfahrung wenige, weil Bau nach D3 ist ja schon eher so fortgeschritten und so. Ja. Die wissen dann meistens auch, dass sie Bauer nach C3 spielen sollten. Ja. Weil Springer nach C3 ist halt relativ, ja, relativ eintönig tatsächlich. Das ist so diese typische Anfängervariante, die einem beigebracht wird. Ne? Also hier Springer raus, dann Rochade, Läufer G5, dies, das. Mhm. Also hier, wenn du das Leben einfach machen willst, ja, ist echt so ein bisschen die Abtürmer-Variante. Das Leben einfach machen willst, kann man H6 spielen, tatsächlich spricht nichts dagegen, um Läufer nach G5 zu verhindern. Ja. Was man auch machen kann, also wenn diese Fesselung dich stört, sagen wir, du rochierst und die Pin hier rein, solange du noch nicht D6 gespielt hast, ist hier keine Schande, den Läufer wieder dazwischen zu ziehen. Also ist häufig ein wichtiges Ding in diesen italienischen Stellungen. Da man noch nicht D6 gespielt hat und weiß, legt sich fest auf diese Fesselung. Es spricht nichts dagegen, den Läufer zurückzuziehen und zu sagen, okay, dein Läufer steht aber auch nicht so cool hier auf H4, wenn ich die Fesselung jetzt breake. Ist nicht so sexy, das sehe ich ein, aber ist häufig keine schlechte Idee. Danach spielt man so D6, dann König H8, Springer G8, tauscht die Läufer, versucht hier F5 zu spielen und auch nicht viel los. Es geht aber natürlich nur, wenn dein Bau noch nicht auf D6 stand. Und will man hier den weißfädrigen Läufer abtauschen und dann die F-Linie öffnen oder will man das nicht? Normalerweise nicht. Also es ist ja von Fall zu Fall ist häufig ein Thema, aber eher dann, wenn man den Läufer auf C5 tatsächlich, dann macht dieser Plan mehr Sinn. Weil das ja ein Mitangreifer wäre, wo man Läufer E6 spielen will. Wenn man so eine Chance hat, also hier mit Läufer E7 zurück und dann mit, keine Ahnung, D6, hier will man eher nicht Läufer E6 spielen, sondern eher zum Beispiel Springer H5 oder was ich eben aufgemalt hatte, König H8, Springer G8 und den Weg freiräumen für den F5. Oh, das macht Sonja immer gegen mich, ne? Ich spiele ja öfter mal gegen Sonja. Das macht die immer, ne? Immer den Springer da wegziehen und dann stark. F5. Sehr stark. Also das wohin ist ja einzufahren unterschiedlich, aber sowas kann man gut machen, wenn man sich noch nicht auf D6 festgelegt hat. Nur als Konter gegen diesen Läufer G5-Plan. Nice. Nice, nice. Und den Springer zum Beispiel, wenn man den jetzt, keine Ahnung, er macht einen Quatschzug, wir gehen hier, er macht noch einen Quatschzug, will man den Springer denn hier hinstellen? Ja, ne? Oder will man lieber... Ja, im Moment haben wir hier den Läufer ja gerade angegriffen, also hier wollen wir erstmal take natürlich. Ja, okay, aber so als Idee will man den Springer also hier hinstellen, oder? Ja, hier, man muss ehrlich gesagt, das sage ich auch, könnten Springer H5 nicht so weit oben auf der Liste.
Weil hier gibt es ein paar Tactics, die wahrscheinlich für Weiß funktionieren würden, weil ich hier in der Stammlaufstelle E7 spiele. Das wäre wahrscheinlich nicht so toll für Schwarz. Okay. Ach so. Ja. Dann hier. Und der ist auch noch. Ja, da ist eine Menge Action auf dem Brett. Deshalb Sprenger H5 ist immer zweischneidig. Man würde es gerne, um mit dem Sprenger nach F4 zu kommen, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass es gerade funktioniert in der konkreten Situation. Hier zum Beispiel nach Sprenger schlägt E7. Taktik für Weiß. Was kann Weiß machen? Reinballern wahrscheinlich, oder? Reinballern? Nee. Kann reinballern? Ja, ich dachte gerade sowas wie hier. Achso, und dann, nee, das würde ich nicht machen. Das verliere ich eine Figur. Wo waren wir hier? Taktik für Schwarz, oder wie? Nee, hier für Weiß. Na, Laufsche E7, Sprenger E7. Also deine Idee war schon richtig. Man kann es nur vielleicht machen, ohne die Figur zu verlieren. So, also man nimmt hier einfach ist rein. Ja da. Die Board Vision ist ja da. Man nimmt da rein, oder? Präzision. Genau, man nimmt einfach hier rein. Und dann zack. Stehe. Also das wäre blöd. Deshalb ist immer so ein Thema, auf das man ein Auge haben muss, wenn man mit diesem Sprenger H5 Vereinfachung anfängt. Okay, also lieber Sprenger zurückstellen. Oder zuerst König und dann auf G8. Ja, also hier Sprenger H7 können wir überlegen. Oder dieser Plan, König H8, Sprenger G8. Würde mich auch anlachen und dann F5. Also Sprenger H5 manchmal auch, aber in der Situation war ich nicht so sicher. Ja. Das sind so Manöver mit dem Springer, die feiere ich immer richtig hart, ne? Da denke ich immer, ich bin Großmeister, ne? Wenn ich so spiele. Ja, kommt man sehr auch schlau vorbei, ne? Wenn man das macht. Also egal, ob es gut oder schlecht ist, aber man denkt irgendwie, es ist die beste Zeug, gib mir aus. Ja, Mann, das ist aber geil. Hier Springer H7. Sprenger H7 ist hier bestimmt auch okay. Schlägt, dann Springer schlägt. Dann hier rüber und dann wieder eines Tages F5 oder König H8 springen. Sprenger G6, Sprenger G5. Sehr, ist ganz okay aus. Ja, nice. Das ist, ja. Ey, ich fühle mich langsam, als hätte ich E4 bald durchgespielt hier mit dir, Jan. E4 können wir. Oh. Danke an Meister. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn diese Läufer G5-Fesselung kommt und es die Möglichkeit noch gibt, spricht hoffentlich nichts dagegen, den Läufer anzugreifen, Läufer H4 und dann zu entfesseln mit diesem Läufer E7. Auch wenn man denkt, es verliert Zeit, ist genauso wichtig, dass Weiß den Läufer committed hat da auf H4. Dann ist Läufer E7 für okay. Und was macht man mit dem weißfederigen Bischof dann? Will man den dann hier hinstellen? Der chillt da hinten. Also häufig will man ja F5 spielen eines Tages und dann wird er schon seine Rolle finden. Genau, das habe ich bei King's Indian gelernt, Jan. Dass man den Bischof hier einfach hinten drin stehen lässt und wenn man dann hier seine Pawns pusht, dass der hier dann irgendwann reinballert. Weißt du, was ich meine? Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, Mann. Also eher nicht Läufer E6, um hier zu tauschen, sondern lass den da hinten versuchen, F5 durchzudrücken. Besser. Ja, Mann. Ey, man lernt so viel, wenn man einfach irgendwelche Stellungen sich anguckt, ne? Also über Schach jetzt generell. Man verbessert sich halt immer, wa? Also, ja, wie gesagt, mein Ansatz ist hier meistens Läufer zu 5 zu spielen, weil ich halt für den besten Zug halte. Man kann auch hier, wenn du kreativer sein willst, das löst auch dein Läufer G5-Problem. Man kann hier H6 spielen. Ist nicht so schlecht. Überdeckt das Feld. Weiß mal irgendwas. Rochade zum Beispiel, C3. Spielst D6. Weiß mal wieder irgendwas. C3, Sperr C3. Ja. Und jetzt hat man die Wahl. Aggressive Spieler können hier G5 spielen. Nicht so aggressive Spieler wie ich können G6 spielen. Und dann so Kings Indian-mäßig. Läufer G7, Rochade. Und dann mal gucken. Ah, okay. Beides ganz okay. Also G5 hier ist nicht so schlecht, gerade wenn Weiß schon rochiert hat. Aber auch sonst G5. Kann man es machen. Ist nicht so mein Style. Aber es erfreut sich größere Beliebtheit heutzutage. Das sieht doch lustig aus. G4 zu pushen. Will man dann trotzdem noch irgendwann R5 spielen? Ja, wenn man es schafft. Also häufig, wenn man hier wirklich jetzt konkret dann G4 spielen, glaube ich. Und dann, keine Ahnung. Vielleicht auch so auf so Trick spielen. So wenn der Sprenger H4 geht, was ja logisch aussieht.
Ich weiß nicht, ob es hier funktioniert, aber hat man vielleicht selber so Taktik. So, ja. Weißt du? Oh, das sieht ja gar nicht so scheiße aus. Ich habe mich schon, ich habe schon ein bisschen einen Anfall gekriegt, als du D6 gespielt hast. Aber wenn ich das jetzt so sehe. Ich weiß doch, was dir gefällt. G5 hat mir gefallen, ey. Das sieht nice aus. Also das ist auf jeden Fall ein Weg, wenn du hier gegen Gucci Piano schnell ein bisschen unausgeglichene Stellung haben willst und nichts viel lernen, dann H6 spielen. H6 kann man machen, wenn man sich auf D3 festgelegt hat, dann passiert im Zentrum nicht so schnell was. Und dann Plan ist D6 und G5 und gucken, was passiert. Nice. Okay, also, ja, das merke ich. Also, beste Zug, würde ich denken, ist trotzdem Läufer C5. Aber das ist ja, macht ein großes Fass auf, vielleicht brauchst du das erstmal. Ja. Läufer C5. Ich habe dann, nee, habe ich da Probleme? Läufer C5? Er macht dann C3. Und dann droht er ja schon immer so oder sowas, oder? Ja, noch nicht. Hier gibt es jetzt haufenweise Möglichkeiten. Ich roch hier meistens. Und jetzt genau die Pin, das ist ja ähnliche Themen, wie wir sie eben hatten. Achso, und dann macht man den, ne? Meintest du? Genau. Das ist der Zug wahrscheinlich, den ich nicht im Kopf hatte. Also ich glaube, E7 ist wirklich eine einfache Lösung und dann spielst du halt hier so Sonja-mäßig langfristig auf Angriff am Königsflügel. Ja. Oh, ey. Ey, ich spüre richtig, wie ich besser werde, ne? Spürst du es auch, Jan? Ich spür's auch. Alter. Ey, das ist gerade richtig krass. Ich habe gerade das Gefühl, wenn ich E4 spielen würde, ich würde jeden besiegen, ne? Dann spielst du E4. Ja, ja. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, bam. Ich dachte, wir machen hier eher so Schwarzprogramm. Aber kann man ja für weiter. Achso, ja, E4, E5, ja, genau. Achso, ja, okay, warte mal. Felderpech. Also ich denke, Italienisch können wir jetzt. Ja, Mann. Italienisch können wir. Geht natürlich alles ein bisschen schnell. Ich erwarte auch nicht hier von dir oder von euch, Chat, dass ihr das alles merkt. Man kann es ja nachholen hier, ne? Es ist ja hier auf dem Kugelbuch-Kanal 6 Monate abrufbar, dieses fantastische Video. Ist das so? Ja, ne? Nee, 6 Monate nicht, 6 Wochen, glaube ich, oder? 6 Wochen nur? Ich glaube 6 Wochen, ja. Ich dachte, bei Partner ist 6 Monate. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, bei Non-Partnern. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht auch 6 Monate. Vielleicht hast du recht, ja. Ich weiß es leider nicht. Stelle dich der Gefahr. Danke dir, Moster. Was mit Spanisch? Oh, Spanisch. Spanisch? Ja, ja. Kann ich. Ich kann dir ja. Ach so, okay. Genau, Jan, ich weiß, wie wir es machen. Du spielst eine Eröffnung und ich spiele dann einfach immer das, was ich normalerweise dagegen spiele, okay? Alles klar. Und dann sagst du, okay, der war wahrscheinlich nicht so gut. So, es gibt jetzt hier die Archangel-Variante. Und die ist mit Bishop C5. Will ich die spielen, ist die Frage. Ja, warum nicht, wa? Warum nicht? Bishop C5 finde ich gut. Finde ich gut. Also technisch, die Archangel ist, glaube ich, SB5, dann Bishop C5. Aber Okay. Da kann man drüber streiten. Sieht doch gut aus. Ja, kannst du. Ich gegen Jan im Theorieduell. Junge, jetzt geht's los. Oh, der will hier mit D4 um die Ecke kommen. Jan, ich kenne deine Tricks hier. Nicht mit mir, mein Lieber. Okay. Ist D4 so eine Drohung, ist die Frage, wa? Verhindern kannst du es eh nicht. Ehrlich. Oh, ich mach da gleich irgendwas falsch. Ey, gleich kommt er an. Bam. Hier schlagen normalerweise schlecht. Also so als Faustregel nach D4, wenn man hier schlagen muss, dann ist was schiefgelaufen. Weil jetzt weiß hier das volle Bauernzentrum. Ich komme hier gleich an. Und merkst du schon, es fühlt sich nicht gut an, die Schlange, oder? Ja. Aber was macht man da sonst? Also hier zieht man einfach den. Nee, was macht man da? Also hier gibt es, glaube ich, noch den Zug Läufer nach A7. Das ist so eine Magnus-Carlsen-Variante.
Wenn weiß dann hier, taken wir hier. Nicht meine Lieblingsvariante, aber ich glaube, sowas kann man spielen. Also auf jeden Fall ist wichtig, du willst eigentlich nie nach diesem D4 E-DC-D spielen. Weil dann machst du das weiße Bauernzentrum mobil und das überrennt dich dann. Aha. Ja. Macht Sinn. Aber was, also. Okay, was ist da dein Zug? Wenn es nicht der hier ist? Der hier, oder? Ich spiele meistens hier Bau nach B5. Kann man schon drüber streiten, das sind Details. Ich versuche hier im Zentrum gleich streiten zu fangen. Ja, B5 macht auch Sinn. Hier gibt's lustige Varianten. Also Läufer nach C2 wird jetzt häufig gespielt. Den Bau zu überdecken. Jetzt Bau nach D5. Also ich versuche das hier möglichst aggressiv zu spielen mit Schwarz. Und hier gibt's viel Quatsch. Hier Caruana spielt in der Zeit so mit Schwarz. Gab es gerade eine spannende Partie. Maxime Vachila Graf, Franzose, gegen Caruana, Nummer 2 der Welt. Das hier ist gerade angesagte Variante. Mhm. D5. Man will es. Hä? Okay. Und dann nimmt man einfach wahrscheinlich, ne? Take. Ja, jetzt taken wir, dann sind wir doch schon recht aktiv. Ja. Okay. Ey, Jan, ja, warum nicht? Und wir haben nicht einen Bauern weniger, wa? Nicht mal einen Bauern weniger. Spanisch, ey. Ja, weißt du, warum ich Spanisch nicht so mag? Weil das so, wenn man so Top-Spiele guckt, dann endet das immer Remis, wa? Ja, das ist. Gerade in der Tour jetzt im Moment natürlich eine ziemliche Seuche, dass sie alle Berliner Mauer spielen und dann auch häufig ihre Remis-Varianten, ne? Also. Wenn beide einverstanden sind mit Unentschieden, sieht man ja in letzter Zeit hier. Jede zweite Partie sieht man so. Das ist natürlich ein bisschen widerlich, ne? So, ja. So. Wie auch häufig haben wir es jetzt gesehen, 100.000 Mal. Aber ja, genau. muss uns nicht groß kümmern. Also Berliner Mauer ist natürlich eine gute Eröffnung. Springer F6 ist ein guter Zug. Aber Bonner A6 ist ebenfalls guter Zug. Also, ja, das ist nichts, was einen so betrifft auf Nicht-Top-Niveau. Selbst ich wüsste nicht. Hier in dieser Stellung, diese Variante spielen sie immer. Das ist ja eine völlige Freak-Variante, wenn man nur so die Züge sieht. Was man hier zum Beispiel macht, wenn Schwarz D6 spielt. Warum Schwarz hier nicht besser steht, so als Beispiel. Warte mal, hier steht Schwarz besser. Nee, steht da nicht. Aber ich wüsste nicht, warum. Also, sie spielen ja immer diese Remis-Variante hier mit Springer BD4. Aber die Züge, wenn man die als solche sieht und sich mal überlegt, warum machen die das eigentlich, machen die ja eigentlich keinen Sinn, wenn man das hier nicht genau durchstudiert hat. Ja, aber wieso fragen die denn nicht schon vor dem Spiel nach Remis? Das machen darf man ja nicht. Und das hier wissen sie wahrscheinlich mit beiden Seiten, ist bestes Spiel, da kann einem nichts passieren. Aber ja, ist hässlich, dass das so häufig passiert. Oder direkt nach Spanisch einfach. Einfach Remis anfragen. Das war ja, Spanisch bei F6 ist ein guter Zug und A6 ist auch ein guter Zug. Sonst, wenn du noch auf der Suche nach Gambits bist, hier kannst du F5 überlegen. Oh, lettisches. Nee. Warte mal, was ist das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Jenisch, glaube ich. Jenisch kann auch sein, ja. Stimmt, lettisch wäre mit Bischof C4, ne? Und lettisch ist, glaube ich, sofort F5, ne? Spanier F3, F5. Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Das wäre ja wahrscheinlich. Jenisch. Okay, ja. Ey, da bin ich drin, Jan. Bin ich drin. Ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist. Man schwächt halt auch den eigenen König früh damit, ne? Also, ich habe auch versucht, irgendwie das hier zum Laufen zu kriegen. Aber ich war nie so begeistert. Also, beispielsweise ja, D3. Sieht ein bisschen wild aus. Oder so. Also, ist nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das so ans Herz legen würde. Nee. Also, die andere Variante hier fand ich eigentlich zum Einstieg schon besser, dieses A6. Ja. So. Rochade Läufer C5, das ist schon okay, das kannst du spielen. Man weiß jetzt irgendwie ruhig spielen, so D3. Da muss man halt auch ruhig spielen, das ist ja das Problem hier. Jetzt musst du D6 spielen und dann muss man so normal spielen. Rochade, Läufer weg, Springer weg, Springer hier rüber. Das wird halt ein Manöverkampf. Also. Ja. Der muss dann durch. Gefällt mir. Aber ich habe so selten Spanisch auf dem Brett, weil ich immer Stafford spielen will, ne? Deswegen bin ich hier ein bisschen out of theory, ne?
Eben. Aber wenn du überlegst, mal Sperr C6 zu spielen, statt immer Stafford spielen zu wollen, dann wärst du ja häufiger Spanisch kriegen. Dann bräuchst du schon einen Plan. Das ist immer so eine kleine Überwindung für mich, Springer C6 zu spielen. Verstehe. Aber das ist ja, was wir hier auch bei Italienisch gemacht hatten, ne? Jawohl. Okay, Jan. Willst du mich noch ein bisschen abfragen? Sag random, mach mal random Züge und ich mach die Theoriezüge dann, okay? Okay. Chat, wir werden jetzt abgefragt. Ihr seid eingeladen zum Mitmachen. Mal gucken, ob wir es noch drauf haben. Jan, er macht jetzt irgendeine Variante, die wir uns die letzte Stunde angeguckt haben. Und wir versuchen jetzt, dagegen zu halten. Huch, die Pfeile sind natürlich noch da. Da. Oh, italienisch will er. Naja. Oh, das ist meine Hassvariante. Ah, das ist dieses. Oh, Jan, gibt's hier nicht auch Neckmansen Gambit mit Springer C3? Irgendwann? Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Es gibt ein Neckmansen Gambit, wo man Springer C3 spielt. Ich glaube, wir gehen jetzt. Also Eröffnungsnamen bist du mir über auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass ich weiß, was du meinst. Aber was das Nackengambit ist, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht genau, irgendwie so? Nee, ist Quatsch. Ah, ich weiß wie. So und dann so. Okay. Das ist Neckmansen Gambit. Sieht nicht so gut aus, oder? Springer schlägt. Jetzt irgendwie Turm E1. Und. Ja, so gut kenne ich das leider nicht, ne? Das kommt so selten aufs Brett, ey. Was spielt man jetzt nochmal, Chat? Ja, mit Recht wahrscheinlich. Sieht doch aus wie eins der nicht so guten Gambits, würde ich sagen. Der Queen mit Schach. Ja, habe ich mir auch nicht so gut angeguckt. Aber bleiben wir mal weiter hier. Warte mal. Hier, so. Da hast du mir gesagt, da gibt es doch einen krassen Zug. Achso, man nimmt furchtlos den Bauern, hast du gesagt. Sehr gut. So. Dann Turm E1, wa? Mhm. Dann den. So, jetzt hier was Neues. Das kennst du noch nicht. Ich weiß nicht, ob das hier auch das Neckmansen-Gambit ist. Aber wir hatten ja eben Läuferschicht T5. Aber jetzt? Neuer Zug. Ja, erstmal zwei Figuren, Jan. Das ist ein Blunder. Ja, das ist kein guter Zug, das gehe ich zu. Okay, Chat, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Großmeister wegzuklatschen hier. Auf Freundschaftsbasis. Wir machen den, oder? Ach komm, Läufer sind. Nee, ich will den hier wegbekommen. Dein Chat weiß, wie es heißt. Das ist das Kanalgambit? Das Kanalgambit? Offenbar. I don't know, actually. The Max Eisert, Neckmesse ist schlecht, aber schwierig zu verteidigen. Habe ich es eben richtig verteidigt? Mit Sprechstich C3 und T5. Das sah nicht so schwierig aus, aber ich mag mich täuschen. Ja, da gibt es wilde Varianten. Ja. Er quietet mit Schach. Kann man nicht bringen. Okay, what to do? Okay, pass auf, ich zeig dir einen Trick. Das hier kennen wir ja noch nicht. Da was Neues. Also spielst du Läufer in der E6. Entwicklung. Und jetzt, auf den ersten Blick, sieht die Turm steht E4. Hier Pin. Sieht ja gefährlich aus. Aber jetzt, Chat, ihr könnt mitraten. Oder mitlösen. Jetzt gibt es einen Killerzug. Oh. Schwarz am Zug gewinnt. Schwarz am Zug gewinnt. Okay, warte. Jan, ich will den auch finden, okay? Mhm. Schwarz am Zug gewinnt. Schwarz am Zug gewinnt. Okay. Boah, Chat, habt das schon. Er quietet mit Schach. Können wir nicht bringen. Schwarz mit Zug gewinnt. Im Chat hat's noch keiner, ne?
Doch, 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 Chat hat's. Also auch ein schwieriger Zug, ne? Ich glaube, Chat weiß es auch. Chat sind auch viele Streber unterwegs hier, muss ich auch mal sagen bei dir. Also hier sind schon viele Eröffnungsfüchse. Ja, guck mal, viele unterschiedliche Meinungen hier, wa? Okay, Jan, erlöse uns. Gleiche Meinung noch. Spray 7 hier, dein Chat hat recht, Spray 7 stark, weil du durchbrichst hier die weiße Pin sozusagen. Oh, der ist ja clean. Man konnte hier nicht schlagen. Dame schlägt. Und du nutzt gleichzeitig die Gegenfesselung. Spray 7 vorbei. Wow. Okay, der ist wild. Huch. Was ist los? Ah, Big Greek. TWG, danke dir für den Raid. Grüße. Grüße an die ganzen Spartaner. Moin. Wir sind hier gerade mit dem guten alten Jan Gustafsson unterwegs. Der bringt uns gerade solideres Schach bei als das Stafford Gambit. Deswegen, wenn ihr was lernen wollt... Ich möchte mich immer noch von dem Wort solider distanzieren. Ich würde sagen besser. Besser. Genau. Jungs, solide ist ein Banword ab jetzt. Wer solide schreibt, ciao, 5 Minuten. Wir wollen ja hier unsere Gäste, dass sie sich wohlfühlen, ne? Deswegen, solide ist ein Banword. Genau, unter mir ist der gute alte GM Jan Gustafsson. Den kennen ja viele von euch bestimmt. Und ja, willst du dich nochmal vorstellen, Jan? Nee, eigentlich nicht. Nee, dann lassen wir es dabei. Auch seines Zeichens einen Twitch-Streamer. Auf Twitch TV Jannis, denn die TV. Schaut mal gerne vorbei. Und ja, danke dir, TBG. So. Kennst du eigentlich TBG, Jan? Ja, natürlich, natürlich. Liebe Grüße. Schon seit langer Zeit. Schachfeld ist ja klein, ne? Also. Ja, ja, bei TBG sowieso, wa? Man kennt sich ja. Hast du TBG gesehen? Im Real Life? Ja, hab ich. Mhm. Wie groß bist du? Ich? Ich bin 1,87. Oh, okay. 1,87. Groß. Schachfeld doch nicht so klein. Nee, ich bin ein großer Mann. 1,87, tatsächlich. Ja. Still. 1,87 ist die Gang, du weißt. Still. Ich habe mir übrigens Jen Kalle angehört, ne? Ja, hat dir gefallen, Jen Kalle? Ich weiß nicht, Digga. Ich war jetzt nicht so 100% überzeugt, ne? Nee, was hat dich nicht überzeugt? Es hat mich irgendwie nicht so geflasht. Hat er zu sehr gedrippt für dich? Er hat mir zu sehr gedrippt, ja. Ich hab's dir nicht ganz abgekauft irgendwie. Doch. Ja? Vielleicht muss ich mir noch was anhören, ey. Was hörst du denn so im Moment? Ich höre gerade, also ich warte gerade auf Zuhälter Tape 5. Ah, okay, du bist immer noch da. Mega, ne? Die Ecke bist du. Ja, ja. Verstehe. Und ich kann man nicht bringen. Richtig, richtig los. Ist da eigentlich auch deine Wortgewalt, ist das auch der Kollege-Einfluss, also deine Wortgewandtheit? Genau. Die Wortgewandtheit sind Einflüsse von dem Big Boss auf jeden Fall. Deswegen, ja. Ich hau manchmal so einen Kollespruch raus. Weil die Schach-Community, die kennt ja eh nicht Kollegen, ne? Die denken, denn ich habe mir den selber ausgedacht. Das ist vorher Pfeifeld. Absolut. Er quint mit Schach. Weil du bist eher so. Du bist eher so, Jen Kalle, ja. Im Moment. Ja, Jen Kalle kann ich mir auch nicht ständig. Ist halt so ein Stimmungsding. Also, was höre ich denn im Moment viel? Hör dir mal von Capital Bra Neymar an. Neymar kennen wir, ja. Das ist geil. Das ist dein Geheimtipp? Ja, das ist mein Geheimtipp. Ja. Kennt keine Sau, ne? Kennt keiner. Musst du dir mal gönnen. So ein Newcomer. Das ist wahrscheinlich auch bald ein Star, ne? Ich glaube, der ist bald ein Star, so wie Neymar, ne? Verrückt. Ey, lass mal eine andere Stadt machen. Ich bin im Moment wieder. Ich höre zu viel KIZ, das neue Album. Oh, ich will Geld essen. KIZ ist Homebase. Ja, Handkampf natürlich immer noch unübertroffen. Aber ich höre trotzdem das neue Album auf Heavy Rotation. Aha. Okay, nee, und dann durch hier meinen Freund Kiko, du raidest ja auch Kiko. Ich hatte so eine VBT 2011, 12, 13 Phase tatsächlich. So Video-Battle-Turnier. Und JBB. Da habe ich mir alles nochmal reingezogen.
Ich habe BB auch, aber ich war immer mehr VBT. Ja, also ich war eher immer so JBB, wa? Aber VBT auch gut. Du bist so SpongeBoss. SpongeBoss ist deine Welt wahrscheinlich, ne? Ja, SpongeBoss, Gio, Juten Alten, wa? Gio auch. Gary Washington. Ja, auch. Auch. Johnny Dixon. Die fand ich eigentlich alle ganz cool. Entertainment verstehe ich immer irgendwie nicht. Der hat irgendwie so eine komische Stimme. Da verstehe ich irgendwie nur die Hälfte der Worte. Deswegen finde ich den ein bisschen komisch. Fortune? Bei Fortune vielleicht. Fortune habe ich mal live gesehen bei Rapper Mittwoch. Da war ich mal da. Bei der Show. Gegen Merlin. Kennst du Merlin? Nee. Das ist so ein etwas dickerer. Und der hat auch eine eigene Rap-Liga jetzt. Die Battle-Rap-Bundesliga, aber ja. Ich bin ja so ein Battle-Rap-Freund, ne? Ja, guckst du auch so, wie heißt das hier, Diltily oder was? Erzähl mir die jungen Leute, Diltily Totally. Ja, Diltily, Top Tier Takeover, die brennende Tonne. Ja. Naja, finde ich gut. Rapper Mittwoch, so die Klassiker, so Lars Unlimited. Ja, Rapper Mittwoch gibt's ja leider nicht mehr, ne? Aber ich weiß jetzt Top Tier Takeover. Aber ja, ist natürlich ein Klassiker-Battle, ne? Job Dynamic gegen Lars. Ein richtig geiles Ding. Kann ich jedem empfehlen. Ich gucke auch gerne hier, wie heißt der Typ? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der gegen Battleboy Basti gewonnen hat. Das ist irgendwie so Gizmo Weekend? Oder so. Nee, nicht beim VBT, sondern bei Rapper Mittwoch. Gospel, genau. Gospel, ja. War auch ein gutes Battle. Mhm. Boah, das war ein richtig geiles Battle, ey. Aber Gospel, der macht jetzt leider nichts mehr. Der ist jetzt, der macht jetzt einen soliden Beruf. Imagine einfach. Oh. Ganz komischer Kauz, wa? Ah, der war doch eh schon ein Altenpfleger. Nee, das war Battleboy Basti. Nee, das war... Nee, stimmt. Das war Battleboy Basti und die Mutter von Gospel. Ja, irgendwie so. Irgendeiner ist ja immer Altenpfleger, ne? Gefühlt. Nee, wirklich, Battleboy Basti... war Altenpfleger und die Mutter von Gospel, weil er hatte irgendwie gesagt im Battle, dass Altenpfleger ein total innovativer Beruf sei, was Battleboy Basti macht, weil seine Mutter mache das auch und wahrscheinlich hätten die beiden sich da kennengelernt, wenn ich mich recht entsinne. Deine Mutter muss jeden Tag um 7 Uhr scheißen, aber steht erst um 8 Uhr auf. Aber egal. Ja, Jan, lass weiter beim Schach bleiben, komm. Ja, wir kommen vom Thema ab, ne? Was müssen wir denn noch lernen? Eigentlich haben wir doch alles gelernt jetzt schon, ne? Also Stafford böse hatten wir. Ich meine, du wärst ja eh hier gerade wieder weiter Stafford spielen, ne? Aber trotzdem, ich versuche ja nur zu zeigen, dass es hier auch eine andere Welt da draußen gibt. Ja, E4 sind wir jetzt drin. Da fühle ich mich jetzt auch ein bisschen sicherer. Ne? Da fühle ich mich ganz sicher. Wo hast du noch Schwächen? Was machst du gegen D4? In D4, ja, was spielst du wahrscheinlich? Achso, E5 und dann hoffen, dass sie dich mal einstellen. Ne? Nee, das mache ich nicht mehr, Jan. Das habe ich jetzt auch schon eingesehen. England Gambit ist... Da stehst du... Also wirklich, England Gambit, da stehst du nach dem ersten Zug schon schlecht. Das stimmt, ja. Deswegen, können wir nicht mehr bringen. Anders als Stafford, wo du erst nach dem dritten Zug schlecht stehst. Genau, deswegen. Stafford ist so dreimal so gut. Deswegen Springer F6. Okay, und dann... Königsindisch? Ich denke, Königsindisch ist seine Welt. Ja, vielleicht Königsindisch. Da bin ich auch in Theorie. Komm, Jan, komm, baller rein. Ich bin in Theorie. Okay. Ey, du wirst so erstaunt sein. Bei BD7 bin ich wirklich schon erstaunt. Kassel, ne? Warum denn bei BD7? Kassel doch erstmal. Ja, ich dachte wegen E5, aber anscheinend nicht. Was macht man denn, wenn jetzt direkt E5 kommt? Also genau, ich castle und dann E5. Und nu? Ja, jetzt steht Schwarz schon gut, oder? Jetzt können wir ja vielleicht anfangen schon zu stressen. Okay, dann C5. Ja, okay, das muss ich merken. Mit der okay. E5 habe ich noch nie gesehen in all den Jahren. Okay, gut, dann war das vielleicht Quatsch. Okay, dann lass mich Castle hier an der Stelle. Genau, hier Castle zu.
Jetzt gibt es Verschiedenes, was man so. H3 kann man auch machen. Ja, wieder nicht machen, würde ich wieder nicht machen. Echt? Springer D7 so schlecht, ja? Zu passiv. Also nicht so schlecht. Aber hier, das geht besser. Das geht besser. Mhm. Er quietscht mit Schach direkt E5. Ja, oder E5. E5 ist der Key tatsächlich. Okay. Alles klar, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte immer zuerst den Springer raus und dann irgendwann E5. Aber okay. Nee, man kann hier gleich E5 spielen. Ja. Das ist ein Trick. Jetzt verzweigte ist so Castlen. Weiß gar nicht, andere kann schlagen, Bau nach D5 spielen. Lauf nach E3. Ja, okay, du. Erstmal müssen wir hier. Basics werde ich den Bauern schlag. Was passiert? Springer takes, oder? E4? Genau. Taktik. Jawohl. Wenn er nimmt, nehmen wir gegen. Nehmen wir gegen. Das kann ich. Das hatte ich sogar mal bei einem Sub-Battle. Da habe ich gegen irgendjemand gespielt, da habe ich den rausgeblitzt. Und da war ich schon ein bisschen stolz drauf. Gut ab. Also die meisten spielen kurz noch gerade. Und jetzt musst du den Sprenger nicht nach D7 stellen, sondern kannst den Sprenger nach C6 spielen. Dann kann Sprenger nach A6 spielen, ist auch nicht interessant. Aber Sprenger C6 ist so das pure Kings Indian Flavor. Okay, achso, und dann nach dem kommt der, ne? Genau, und dann Springer weg, F5 und versuchen hier mal zu setzen. Vereinfacht gesagt. Ich habe mir auf Leechers mal eine Studie angeguckt und der hat die ganze Zeit irgendwas von Springer D7 gefasert. Deswegen habe ich das so in meinem Kopf reingehämmert, aber so ist auch gut. Ja, also Springer D7 kann man machen, aber es ist halt sehr passiv, weil du, egal wann man es macht, du nicht so Druck aufs Zentrum machst, ne? Also weiß, kann sie jetzt hinstellen, muss ich nicht auf D5 festlegen und dann schwerer Gegenspiel zu kriegen. Und dann Sperr C6, das macht halt mehr Druck, es droht hier zu schlagen, dann hier spielen die Weißspieler meistens D5 und mit dem geschlossenen Zentrum, dann kann man halt leichter hier versuchen, Gegenspiel zu kriegen, Springer weg und F5. Ja. Also, vielleicht, das reicht eigentlich für ein Königsindisch für heute. Das ist, E5 ist schon ein großer Fortschritt, dann Springer C6. Gibt natürlich viele Aufbauten für Weiß. Vielleicht war das wirklich der Knackpunkt, ey, dass ich immer den hier gespielt habe, weil ich habe das schon öfter mal on-stream probiert, aber es ging irgendwie immer in die Hose, Königsindisch. Ja, wie gesagt, E5 und dann meist, also nach Rochade Springer nach C6. Dann mal probieren, wie es weitergeht. Also gibt da natürlich noch haufenweise Geschichten danach, aber das sind erstmal so der Anfang. Das ist für einen anderen Stream. Ich hab ja Sonja gefragt. Das Gute, ne, ist auch, ob sie mir Königsindisch beibringt. Die ist ja eine Königsinderin. Mhm. Und ob sie mir mal hier was zeigen will. Sie meinte, ja. Aber sie meinte dann auch, gleich so passiv, ihre Eröffnungen sind immer nicht die besten. Die ist eröffnungstechnisch nicht so stark, meinte sie. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Low-Key ist. Weißt du, was ich meine? Okay, also meinst du, das ist falsche Bescheidenheit? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Sonja dir da einiges beibringen könnte, wenn sie wollte. Ja, also Sonja, wenn du zuguckst, die Einladung steht noch. Dann muss der Jan das hier nicht machen. Ist eigentlich Einladung. Ist genau heute einjähriges Jubiläum oder sind wir so im groben einjährigen Jubiläumsbereich? So grob. Wir sind, glaube ich, eine Woche drüber. Ich habe das ein bisschen verschlafen, dass schon einjähriges ist und dann wäre das ein bisschen zu spontan gewesen. Ja, verstehe. Ja. Also es ist nicht wirklich Geburtstag, aber es war irgendwann war Geburtstag oder wird sein. Ja, vor einer Woche, am 12. Am 12. war. Alles klar. 12. Aber wenn man so Schaltjahr und so abzieht, dann heute. Schaltjahr abzieht? Beim einjährigen? Sag einfach ja, Jan, damit die Zuschauer denken, ich habe heute. Der spielt nicht mit, ey. Mann. Nein, ich will ja auch lernen. Ja, ein Jahr, ey. Das Gute an Königsindisch ist ja auch, du kannst das eigentlich auch machen, wenn die Leute C4 spielen. Oh, nee, ja. Also Englisch ist ja so für Spielertypen wie dich. Abbruch. Ist ja Englisch, willst du immer gleich aufgeben, ne? Weil jetzt kannst du nicht da mitspielen.
Aber Königsfisch kannst du immer spielen. Kannst du immer spielen, F6 spielen, G6, Läufer G7. Auch gerade D6, E5. Muss gleich darauf achten, was sie ziehen. Ja. Machen wir. Ich glaube, das wird ein Meme bei mir bleiben, Jan. Englisch bin ich raus. Dass du nach C4 aufgibst? Ja. Das ist klar. Nee, ich gebe ja nicht auf. Ich breche die Partie ab. Man verliert ja dann keine Elo. Achso. Ah, okay. Das ist sogar erlaubt. Wenn die Gegner C4 spielen, kannst du nur abbrechen. Ja. Das ist ja... Oh, unangenehm. Aber ist doch bei Chess24 genauso, oder? Ja, ich glaube, das ist überall so. Aber trotzdem, das ist ja eine Art legales Cheaten dann, dass du gegen C4 nicht antrittst. Ja, man darf das nicht zu oft machen, sonst wird man gesperrt. Okay, okay. Aber C4 kommt ja nur einmal alle 20 Spiele, ne? Deswegen geht das eigentlich. Stimmt. Also, kann man dann eigentlich immer machen. Also eine Eröffnung kann man avoiden im Schach online. Das geht. Man muss sich nur für eine entscheiden, ne? Okay, also du spielst gegen E4 und gegen D4, gegen C4 bist du raus. Ja, gegen Springer C4 frei bist du raus, oder? Ja, gegen Reti, ja, spielt fast keiner bei mir, ne? Aber kann man wahrscheinlich. Ja, verstehe ich. Aber gegen Englisch kannst du ja auch. Kannst du auch einfach Speer F6, G6. Ich würde erstmal gegen alles Speer F6, G6, Läufer G7 spielen. Echt? Okay. Also gegen alles, was nicht E4 ist, Spaß dir Zeit, dann kannst du dich erstmal auf eine Sache konzentrieren. Ja, okay. Dann halt immer so königsindischer Aufbau. Und hat das immer die gleichen das Ideen, dass man F5 spielt? Ja, je nachdem. Also wenn das Zentrum geschlossen ist, dann meistens schon. Weiß hat natürlich verschiedene Aufbauten, die dir dann begegnen werden über die Jahre, ne? Also Weiß kann irgendwie versuchen, mit G3 zu spielen und so, was weiß ich was, aber grundsätzlich kannst du immer ähnlich spielen. Auch hier kannst du Spreze 6 und E5 spielen. Hier kann man nicht sofort E5 spielen, vermute ich jedenfalls, weil du hier nicht die Gegentaktik hast, dass du den Bauern schlagen kannst, wenn Weiß hier noch keinen Bauern hingestellt hat. Wait. Also was ich dir eben gezeigt hatte, war ja, dass wir ohne Springer rauszuziehen E5 spielen. Ja. Ich muss dahinter kommen, warum man das jetzt hier nicht spielen sollte und warum man es da spielen könnte. Ja, ich versuche es zu erklären. Also hier konntest du E5 spielen. Achso, weil der Bauer dann hing. Genau, weil wenn Weiß jetzt hier schlägt, genau, so, jetzt können wir zurückschlagen. Ja. Das ging dann nicht, weil er F4 chittiert hat hier, ne? Ne, es ging hauptsächlich nicht, weil Weiß noch keinen Bauern auf E4 hatte. Also hier in der Stellung, sagen wir, ich bin jetzt E5. Ach, stimmt, da stand ja gar kein Bauer. Ja. Take, jetzt haben wir hier noch nichts zum Schlagen. Ja, okay, verstehe. Er hat einfach einen Bauern verloren. Okay, ja, okay. Verstehe. Also immer vor E5 abchecken, ob ein Bauer auf E4 steht. Ja, so grob. Ob es funktioniert, grob, aber genau, das ist so die Gegentaktik. Deshalb hier müssen wir wahrscheinlich erst Springer nach C6 spielen. Oder Springer nach D7 und dann E5. Mhm. Okay. Also es gibt halt verschiedene Systeme für Weiß, will ich nur sagen. Und die Reaktionen sind immer ein bisschen unterschiedlich. Königsindisch ist schon groß. Aber am Anfang hast du halt den Vorteil, dass du gegen C4, Springer F3, D4, eigentlich gegen alles erstmal Springer F6, G6, Läufer G7, Rochade, D6 spielen kannst. Und dann mal gucken. Dann komm erst. Dann geht das Leben erst los. Okay. Also ich bin kein Königsindisch-Fan. Ich würde das nicht spielen wollen. Aber ich glaube, es wäre ja erstmal, kannst ja ein, zwei Lessons mit Sonja machen, dann ist das erstmal ein Rezept. Du wirst wahrscheinlich auch nicht so viel D4, C4, Springer F3 kriegen und mehr E4. Also ich würde mich erstmal auf die E4, E5-Geschichten konzentrieren. Dann. Ja. Gefällt mir auch besser, ne? Gefällt mir wirklich besser. Diese E4-Stellungen. Ja, auch. Ist mehr deine Welt, ne? Die offenen Spiele. Ja, ja. Gleich mehr deine Welt. Ich spiele gerne mit offenen Figuren, wa? Du spielst mit offenen Figuren? Ich habe mit offenen Karten. Ja, ja, verstehe ich. Aber spielst du gerne mit offenen Karten auch? Kommt drauf an, in welcher Hinsicht. Das ist ja so eine Redensart und da ist ja irgendwie was Gutes. Also es wird ja als was Gutes gesehen, mit offenen Karten zu spielen, ne? Aber macht ja keinen Sinn. Also wenn du jetzt pokerst und mit offenen Karten spielst, dann spielst du ja nicht irgendwie besser, dann spielst du ja nur schlecht, ne? Weil du... Ja, im Pokern ist Quatsch. Generell bei jedem Kartenspiel wahrscheinlich, ja. Ne? Ja, ja, eben. Deshalb verstehe ich die Redensart nicht, weil es bei jedem Kartenspiel ja Quatsch ist, mit offenen Karten zu spielen. Ja, also wo die Redensart herkommt, kann ich dir nicht sagen, wa? Ich bin ja auch kein Germanistik-Student, wa?
Studierst du eigentlich noch oder bist du ja schon Profi-Streamer? Wie ist der Stand? Nee, ich studiere noch. Ich mache gerade Praktikum. Man kann sich, okay. Ich habe gerade den Antrag. Twitch oder wo war das Praktikum? Genau. Ich habe meinen Antrag eingereicht. Wenn man sich selbstständig gemacht hat, kann man im Praktikum so einen Antrag einreichen, dass man das quasi so anrechnen lassen kann. Das habe ich gerade so einen Antrag eingereicht. Mal gucken, ob der durchgeht. Das wäre schon okay. Nice. Also, das war ein Scherz gemeint, aber ist gar kein Scherz. Du versuchst ja deinen Stream sozusagen, weil du damit ja selbstständig bist, als Praktikum anrechnen zu lassen fürs Studium. Das wäre schon wild, wenn es klappt. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann kann ich einfach sagen, ich studiere gerade. Ja, ich muss ja wieder zu meinem Praktikum jetzt. Ja, so, Mann, super. Das wäre so. Das ist einfach Fallfeld, verstehst du? Das ist mega cool. Brillant. Studium durchgespielt. Ja, Mann. An der Twitch-Uni. Du bist ja auch noch Student, ne? Ich bin. Nee, ich glaube nicht mehr. Du studierst das Leben, wa? Ja, ich sag ja immer, du lernst nicht für die Schule, du lernst fürs Leben. Ja, hätte ja. Man mir in der Schule immer sagen sollen. Ja, leider lernt man in der Schule nicht so viel fürs Leben, wa? Weiß ich nicht. Hast du nichts gelernt fürs Leben? Ich hätte gerne was noch, kann man nicht bringen, ne? So stricken oder so hätte ich gerne noch gelernt. Oder so ein Instrument, anstatt Musikunterricht, so ein Instrument einfach. Weißt du, was ich meine? Also du hast kein Musikunterricht gewollt, sondern einfach so Blockflöte. Nee, nicht Blockflöte, sondern man kann sich so ein, dann gibt es so drei Gruppen und dann gibt es so Gitarre, Schlagzeug und Klavier. Und dann hätte ich Klavier genommen. Okay, also du wärst dann so in der 30er-Gruppe, die alle Klavier lernen, dann in der Schule gewesen? Ja, Mann. Das wäre Baba gewesen. Okay. Dann könnte ich jetzt Klavier spielen. Das wäre krass. Klavier ist ein geiles Instrument. Gibt es eigentlich so Klavier-Twitch-Streamer bestimmt, oder? Die einfach Klavier spielen? Es gibt Piano-Chess. Kennst du den? Nee. Der hat so ein Klavier aufgebaut. Und vor ihm ist oder so doch, ein der Name sagt mir sogar was. Doch, genau. Ja, stimmt. Und der hat auf seinem Piano hat er so ein iPad aufgestellt, wo er Schach spielt. Und nebenbei spielt er Klavier die ganze Zeit. Das ist ein englischsprachiger. Das ist auch ganz schöner Flex, oder? Also, als ob Schach und dabei Blödsinn labern hier nicht kompliziert genug sei, dann auch noch Klavier zu spielen. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat Klavier gespielt und hat dann mit seinen Füßen das Schachbrett bedient. Wow. Der 2000 Elo oder 2200. Das ist wild. Wie sollen wir da mithalten? Ich weiß nicht, ey. Wir können ja Handstand machen. Kannst du Handstand oder sowas? Kann eigentlich nix. Ich glaube schwer, dass ich, weil ich ja eine Mutation habe, dass ich auch ein guter Klavierspieler wäre. Ach ja? Hast du so schnelle Finger? Alter, was ist mit dir? Ja, mach ich ja. Zeig mal deine Augen. Also, bist du so ein Ex-Mensch? Ich bin ein Ex-Man. X-Men. Ach so, X-Men, ja. Alter, das kann ich aber nicht. Das können nur so ja, ganz komische Leute. Damit kann ich bestimmt hier krass Klavier spielen, oder? So, zack, zack, zack. Ja, ich glaube auch. Da kommst du auch gut in so Ecken rein. Bringt nichts, mein Chat. Ja, der Chat mal das Klavier spielen. Doch, das bringt was, Chat. Jetzt baut den mal ein bisschen auf. Ich glaube auch, ey. Lego-Anmutation. Chat, nein. Das nennt man Klavierfinger. Ich kann das nicht. Moin Nils, was heißt das denn? Oder vielleicht heißt jemand im Chat aber Nils. Hallo Nils. Moin Nils, ja. Hallo Nils. Ja, die sind ein bisschen verstört hier, wa? Nein, das ist gut. Ey, Handstand kann ich glaube ich nicht. Er quietscht mit Schach. Soll ich mal einen Handstand versuchen, Jan? Nee, machen wir nicht. Oder doch, machen. Soll ich mal einen Handstand versuchen? Soll ich dir mal eine kleine Story aus meinem Leben erzählen? Die ist aber kinder cringe. Überrascht mich jetzt, aber ja, okay. Chat ist auch also. Dafür. Eins. Früher, ne? Ich erzähl's dir jetzt. Früher gab's eine Serie, die hieß Hannah Montana. Kenn ich. Miley Cyrus. Jawohl. Und immer beim Intro von Hannah Montana habe ich damals
in unserem alten Haus, habe ich immer Handstand gemacht. Immer als das Intro von Hannah Montana kam, weil da hatte ich so viel Energie. Weil das Intro so geil ist. Und dann immer Handstand gemacht. Und seitdem, dann konnte ich das auch mal, ne? Dann habe ich das mal im Sportunterricht gemacht und mein Sportlehrer war richtig erstaunt, dass ich so lange Handstand kann, ne? Ich stell mir das gerade vor. Also, du kommst in einem alten Haus von der Schule nach Hause, sagen wir mal. Siebte Klasse kam, wann Hannah Montana lief, so 15 Uhr. Dann geht Hannah Montana los, ist im Wohnzimmer eures alten Hauses. Fernseher, Hannah Montana läuft. Und du bist so erfreut und so aufgeregt, dass Hannah Montana jetzt losgeht, dass du einen spontanen Handstand machst. Also du saßt auf der Couch und dann wechselst du zum Hannah Montana Intro in die Handstandposition, bis das Intro vorbei ist. Um irgendwie deine Freude darüber, dass jetzt Miley Cyrus am Start ist, zu zeigen. Ey, das hat mir so einen Push gegeben, ne? So Lieder, Lieder mit emotionalem Wert, die packen mich ja, ne? Da bin ich aber hingesprintet vor dem Fernseher. Und dann bin ich einmal gegen die Gardine das war so eine Gardine, da konnte man sich so festhaken. Und dann habe ich die Gardine fast kaputt gemacht. Da war meine Mutter ein bisschen sauer. Okay, das verstehe ich. Aber trotzdem, ey, ist eine schöne Geschichte. Also, thanks for sharing. Hey, ich hab mehr so eine Storys, Jan. Ich habe mehr so eine Storys. Bei mir passiert viel. Finde ich nicht schlecht. Nee, Handstand kann ich, glaube ich, echt nicht. Tut mir leid. Das kann man lernen. So. Das ist wie Schach. Handstand ist wie Schach. Ja, ja. Also man braucht 10.000 Stunden und dann wird man beleidigt, wenn man irgendwie unsoliden Handstand macht oder was. Genau. Da die Handstand-Community ist wild. Ja, ja, ja. Auch sehr, sehr elitär, habe ich gehört, die Handstand-Community. Ja. Also wenn da einer mit einem 1.800 Elo-Handstand ankommt. Wenn du einen falschen Stance hast. Ja, das ist Quatsch. Nee, Sonja kannte die Story noch nicht. Die habe ich first time jetzt gedroppt, live on the TV. Ist echt eine krasse Story. Vielleicht poste ich die mal. Ich habe früher mal Baywatch geguckt, ich bin ja noch älter. Ja. Und dabei, Auch mit den Händen was gemacht. Da sehe ich dich aber auch, ne, bei Baywatch. Mit hier Pamela Anderson, ne? Ja, ja, jedes Mal, wenn die Slow Motion kam, habe ich auch Handstand gemacht. Ich wollte jetzt einen Witz bringen mit Stehen, aber den lasse ich jetzt. Den lasse ich jetzt. Mehr Vorlagen kann ich dir nicht geben. Das können wir nicht bringen. Wir sind Family. Nee, wir müssen Schach spielen. Wir sind hier. Twitch ist ab 13. Das wissen wir. Da können wir sowas nicht sagen. Ja, genau. Er hat Handstand ohne Händen gemacht. Genau. Ja, gucken deine Kinder zu, ne? Ich hoffe, die schlafen. Also mein Sohn, im Moment hat er Schwierigkeiten zu schlafen, ist ja so heiß. Oh ja. Deshalb, normalerweise mache ich so, häufig schläft er 21 Uhr noch nicht, dann gehe ich mit ihm nochmal im Block. Aber heute habe ich gesagt, nee, hier Kugelbuch hat Geburtstag. An genau diesem Tag wird Kugelbuch-Stream ein Jahr alt, am 19.06. Und deshalb, Kind, sieh zu, wie du klarkommst. Also das waren meine Worte. Ey, du machst mir jetzt voll schlechte Gewissen. Der arme Jonas, was soll er denken? Stimmt, der heißt auch noch Jonas. Ja, ey, wer kam auf diesen Namen? Aber ich bin ja schon um 6 mit ihm aufgestanden. Insofern habe ich kein so schlechtes Gewissen. Wie alt ist der jetzt? Darf man das wissen, ja? Der ist so, der hat ähnlich alt wie der Stream, also 1. Oh, Alter, der ist jetzt aber nicht am 12. irgendwas geboren, oder? Nee, Anfang Juni. Auch wer, dass ich da das Datum geheim halte, ne? Aber Anfang Juni. Okay. Ja, ja. Ich dachte, ey, wenn er am 12. Geburtstag hätte, ne? Das wäre krass. Am 5. hat er Geburtstag. Am 5. Ich habe am 3. Ich habe genau dann Geburtstag, wann Flair Geburtstag hat. Du und Flair, ihr habt so viel gemeinsam. Ja, der ist auch Berliner, aber. Ist Berliner. Ihr saßt beide im Bus ganz hinten immer. Also. Ich sehe da, ihr habt beides immer real gekippt und trotzdem das Game übernommen. Also. Hey Jan! Ja, was ist denn da los? Das Vokabular eines 16-jährigen Pubertierenden, das gefällt mir ja. Nee, das war eher so wie dieser
Kennst du diese Steve Buscemi-Meme, so also der Skateboard hat und sagt so, hello, fellow kids. Da sehe ich mich. So, kenne ich nicht. Okay. Was Skateboard angeht, da kenne ich nur Tony Hawk. Okay. Vollblut nur sagt, Kubu ist Berliner. Ja, Lichterfelde. Vollblut Berliner. Beide Südberliner Bosse, so sieht's aus. Jawohl. Südberlin maskulin. Ja. So, wir müssen Schach spielen. Ich glaube, die Leute springen ab hier, wenn wir nur Schwachsinn labern. Und ich glaube, ich habe dir schon so viel Theorie gezeigt heute. Ich glaube, es ist ungesund, zu viel an einem Tag zu machen. Das stimmt. Weil man, dann irgendwann geht es ja nicht mehr in den Kopf rein. Ja, wir können ja noch so eine Abschlusspartien spielen, Jan. Was? Wir spielen Abschlusspartien, die griechischen Abschlusspartien. Okay. Was wollen wir machen, ist die Frage. Das wäre echt egal. Chat, was wollt ihr sehen als Abschlusspartie? Was sagt der Chat? Wollt ihr, dass wir gegeneinander spielen oder wollt ihr, dass wir Hand in Brain gegen euch spielen? +20, jawohl. Chat, Alter. Jan und Jan spielt Englisch. C4 Port. Schön. Jan, 30 Sekunden, Kugel 10. Was hältst du davon? Können wir machen. Ich habe ja noch nie auf Lead Chess gespielt, tatsächlich. Ich bin mit der Pre-Move-Systematik ja nicht so vertraut, aber können wir machen. Weltpremiere. Also wie Pre-Move ich. Genauso wie bei Chess 24. Ich habe schon vergessen, wie es da geht. Aber ja, mach mal Brett hier. So, warte ich.